Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur Televeltreise, einem speziellen Format des Tele-Stammtisches, in dem wir über Filme und Filmgeschichte außerhalb des Giganten Hollywood und Amerika sprechen. Heute verschlägt es uns zurück nach Asien, und zwar nach Südkorea, ein Land, auf das ich mich schon sehr gefreut habe und ihr euch sicherlich auch, denn Korea bzw. Südkorea ist ja in den letzten ein, zwei Jahren dann doch schon auf die Karte der Filmliebenden gekommen, immer mehr. Und ich bin natürlich nicht alleine, mit dabei habe ich einmal die Frosty. Hallo. Und den Till. Moin. Genau, wir haben uns heute spezialisiert auf die Korean New Wave, also alles ab circa 1999, könnte man ungefähr sagen, wie in den anderen Episoden auch. Gibt es nochmal eine kurze Geschichtsstunde, die versuche ich wirklich kurz zu halten und dann sprechen wir direkt drauf los. Dann wollen wir auch mal direkt starten, und zwar ist die Kinogeschichte oder die Filmgeschichte von Korea fast schon vergleichbar mit der aus China, und zwar ist das am Anfang gar nicht so einfach gewesen und auch viel von politischen Dingen durchzogen. So ist das in Korea ähnlich wie in China, dass erstmal Japan Korea bis 1945 besetzt hatte und so wenige Filme aus Korea selbst kamen und auch Zensur geherrscht hat. So hat Japan ähnlich wie in China eher andere Filme aus Amerika oder aus Japan selbst eher in die Länder geholt und dort in die Kinos gezeigt. Der erste Film aus Korea stammt aus dem Jahr 1924 und heißt The Tale of Jang-hwa und Hong-ryon und ist eine Geschichte, die sich auf Folklore, die auf Folklore basiert, der ganz oft geremaked worden ist. Eins der Remakes könnte man kennen, und zwar ist das A Tale of Two Sisters von Kim Ji-woon, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen werden, also auf den Regisseur, nicht auf den Film selbst, aber von dem Film könnte man eventuell ja mal gehört haben. Dann war die Jahre danach, wurden hier und dort Filme produziert, aber auch jetzt nicht in einer riesigen Menge, und 1935 gab es dann den ersten Tonfilm mit dem Film The Story of Chun-young. Das war eine ganz klassische Liebesgeschichte zwischen zwei Personen aus unterschiedlichen Schichten und also noch alles recht harmlos. Erst nach dem Weltkrieg und dem Koreakrieg, der von 1950 bis 1953 ging, ging eigentlich die Produktion von Filmen erst richtig los in Korea. So gab es dann auch mehr kreative Freiheit und es gab auch verschiedene Genres. Das hat sich dann leider nicht allzu lang gezogen, weil dann hier und dort immer wieder eine Zeit der Zensur war. Ein wichtiger Film, den man da erwähnen kann, ist The Housemaid aus dem Jahr 1960. Der gilt als sehr wichtiger Film der koreanischen Filmgeschichte, da der sich mit schon so Tabuthemen zur damaligen Zeit auseinandergesetzt hat und halt schon so eine Art Genrefilm war. Da geht es dann halt um so eine Haushälterin und da geht es dann ein bisschen um Tabuthemen wie so Verlangen der Frau, und das war damals so in Korea ein bisschen schwieriger, und der Film war dann da schon was Revolutionäres, könnte man sagen, und da er dann schon so eine Genre-Richtung ging, war das auf jeden Fall ein Film, der viele koreanische Filmemacher beeinflusst hat, auf jeden Fall. Und dann ging es weiter, da gab es dann ein Gesetz, das hieß The Motion Picture Law, und das war durch die Diktatur quasi entstanden, und so gab es nur wenige Produktionsfirmen in Korea und es wurden Filme eher importiert und es herrschte viel Zensur. Dann wurde 1973 die Motion Picture Corporation gegründet, die primär Propagandafilme gemacht haben in Korea. So ab da kann man sagen, hat es langsam angefangen, sich alles zu lockern, und viele politische Geschehnisse haben das beeinflusst. Und da kam dann kam es dann so weit, dass dann halt junge Filmemacher langsam die Chance bekommen haben, andere Stoffe zu verwirklichen, die jetzt nicht unbedingt nur Propaganda sind und die sich nicht nur mit Politik auseinandersetzen. Und so kamen dann auch langsam Filme aus Korea, die dann auch in der westlichen Welt Anklang gefunden haben. Da war einer der ersten Filme Surrogate Mother, wo die Hauptdarstellerin den Preis für die beste Schauspielerin in Venedig bekommen hat, als Beispiel. Dann hat allmählich in den 80ern Korea auch den Filmmarkt geöffnet und gleichzeitig natürlich dann aber auch die Öffnung für westliche Filme in Korea, sodass koreanische Filme dann erstmal nichts eingespielt haben und eigentlich verdrängt worden sind von der Konkurrenz. Dann ging es dann ab 1992 ging es dann so weit, dass dann große Firmen angefangen haben, koreanische Filme zu produzieren. Das einzig größte Beispiel, Marriage Story von Samsung, also der wurde von Samsung produziert und dann auch vertrieben quasi. Das ging dann ungefähr 7 Jahre.
das war quasi in diesen 7 Jahren hat sich dann der Film erstmal einen großen Umschwung gemacht. Da gab es dann viele leichte Komödien und Liebesfilme. Und dann ab 1999 haben sich dann diese großen Geldgeber zurückgezogen. Und ab 99 kann man dann sagen, gab es dann die Korean New Wave. Beginnt mit dem Film Shiri, der als erster großer Blockbuster gilt aus Korea und auch direkt ein Kassenschlager war. Der war auch einer der letzten Filme, der noch von so einer großen Firma produziert worden ist. Und der Film ist ganz spannend, das ist so ein Crime-Thriller, könnte man sagen, der zwei Größen des koreanischen Kinos als Hauptdarsteller hat. Und einmal Song Kang-ho und einmal Choi Min-sik, über die wir heute auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal zu sprechen kommen werden. Ja, ab da hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Dann kamen natürlich Filme wie Oldboy und so, und dann war der koreanische Film immer interessanter, und dann gerade nach Parasite kann man sagen, ist der koreanische Film auf jeden Fall hier in Deutschland und in Amerika angekommen. So, das war's auch schon mit der Geschichtsstunde, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, über Filme zu reden. Und da haben wir natürlich einige Regisseure im Gepäck. Wir haben natürlich auch versucht, jetzt nicht nur über die klassischen Regisseure zu sprechen, damit ihr auch was Neues hier mit rausnehmen könnt. Aber ich würde sagen, wir fangen vielleicht erstmal noch ein bisschen konventioneller, aber gleichzeitig unkonventioneller an. Und zwar reden wir direkt mal über einen der größten Regisseure, und das wäre Park Chan-wook. Wir sprechen jetzt tatsächlich nicht über Oldboy. Über Oldboy gibt es tatsächlich einen eigenen Cast schon, der auch eine Stunde lang Lobeshymnen für Oldboy sind. Also wenn euch das interessiert. Ja. Genau, und wir sind auch gar nicht in der Vengeance-Trilogie, sondern in einem ganz anderen Film von Park Chan-wook. Und da übergebe ich jetzt einfach mal an Till. Ja, sehr gerne. Und zwar geht es um I'm a Cyborg, but that's okay. Das Außergewöhnliche daran ist schon mal, dass es ein FSK-12-Film ist. Was gerade, wenn man Park Chan-wook kennt, nicht unbedingt so seine FSK-Einstufung ist von Filmen, die er gerne macht. Ja, worum geht's? Es geht um Young Goon, die arbeitet in so einer Radiofabrik, wo Radiogeräte zusammengebaut werden. Und irgendwann fängt sie an zu glauben, dass sie ein Cyborg ist. Hört auf zu essen, weil Cyborg, mein Gott, die brauchen nicht essen, das ist ja klar. Und sie versucht halt, indem sie sich irgendwie in Steckdosen anschließt, um ihre Batterien aufzuladen irgendwie. Und das ist natürlich nicht so gesund. Und da das Ganze natürlich erstmal wirkt wie eine wahnhafte Erkrankung, wie eine klassische Psychose, geht's ab in die Psychiatrie. Und die Yangun hat der Mutter versprochen, nicht drüber zu sprechen. Und das wird jetzt, und dann wird es im Endeffekt interessant, weil dann landet sie in dieser Psychiatrie und verweigert weiterhin das Essen. Das ist natürlich eine Gefahr, eine Art der, es könnte eine Selbstbestrafung, Selbstverletzung sein, lebensgefährliche Situation im Endeffekt. Und so geht der Film los und sie trifft, wie heißt der denn? Il-Sun. So, genau, mit dem Namen muss ich mich ab und zu mal ein bisschen gucken, da kommt man doch ein bisschen so ins Struggeln. Und der junge Il-Sun, der auch dort in der Psychiatrie, in der geschlossenen Abteilung zusammen mit Yang-Goon ist, das ist jemand, der maskiert sich gerne, gilt als sehr dissozial, hält sich für einen Meisterdieb, der sich unsichtbar machen kann und die Charakterzüge seiner Mitpatienten stehlen kann. Yang-Goon bittet ihn, das Mitgefühl zu stehlen, damit sie sich so halt, und hier kommt wieder so ein bisschen unterschwellig das Rache-Thema, was bei Park Chan-wook ja immer so ein bisschen mitschwingt, und zwar, dass sie sich dann an den weißen Männern quasi rächen kann für ihre Großmutter. So, ich möchte jetzt nicht alles direkt im Detail besprechen. Ja, das ist das, worum es geht. Und so startet der Film nach einer kurzen Einführung in der Fabrik, in der Psychiatrie. Und da fängt für mich persönlich das visuelle Wunderwerk schon mal an, weil es ist so unfassbar toll gemacht. Habt ihr noch kurz, bevor ich hier meinen Monolog führe, erstmal vorweg, ihr kennt den Film beide, ja? Ja. Ja. Ist alles bei mir klar. Aber schon lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich kann mich halt auch so dunkel dran erinnern, dass er halt so rein farblich allein schon wunderschön war. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der sieht toll aus, und das, mein Gott, das kann Park Chan-wook, beziehungsweise sein Kameramann Jong-Hoon sehr, sehr gut. Ja, es ist schwierig. Also es geht immer noch so ein bisschen um einen Traum, den sie hat.
Und ich werde nicht sagen, was da in diesem Traum vorkommt und wie das Lippenlesen entschlüsselt wird. Das ist auch was, was immer wieder auftaucht. Und aber zum Thema Psychiatrie vorweg vielleicht, weshalb ich den Film gewählt habe. Ich selber habe 7 Jahre lang in der Psychiatrie gearbeitet. Davon, ich würde sagen, die Hälfte meiner Zeit auch auf der Geschlossenen, bei den Erwachsenen, was diesen Film nochmal hervorhebt. Andererseits haben Filme, die in der Psychiatrie spielen, eh schwer für mich, weil ich weiß, wie es ist. Und dieser Film macht das so geil. Der macht das so unfassbar gut, weil einerseits zeigt er wirklich, wie durchgeknallt und verrückt, und ich benutze jetzt hier keine Fachbegriffe, dieser Film ist, die Patienten sind, das ist so ganz krass gemacht, weil einerseits siehst du, wie man von außen die Patienten sieht, und dann wiederum siehst du aber, wie Leute irgendwie ganz komisch schräg, also das ist physikalisch gar nicht möglich, durch die Gegend laufen. Also du hast quasi das, was man als Außenstehender sieht, und das, was die Patienten erleben, in einem Bild. Und das ist so, so toll gemacht. Und dann dieser Il-Sun, der sich da verkleidet, irgendwie, der hat ja irgendwie so eine Hasenmaske auf, und der ist auch, eigentlich ist er auch völlig durch, aber total liebenswert. Ja, schießt mal los. Ich bin gespannt, wie ihr das empfunden habt. So, mir gefällt der Film auch sehr gut, weil er so ein Kontrastprogramm einfach ist zu dem, was man sonst gewohnt ist von Park Chan-wook, gerade weil der Film direkt nach der Vengeance-Trilogie kam. Ich habe tatsächlich das Mediabook von dem Film zu Hause. Und ja, ich auch. Genau, da ist jetzt ein schönes kleines Essay drin, wo auch steht, dass Park Chan-wook den Film so ein bisschen als so inoffiziellen vierten Teil der Vengeance-Trilogie benennt. Ja, das stimmt. Und damit seine Tochter auch mal einen Film sehen kann, genau. Ab 12. Das ist das Schöne irgendwie. Obwohl es natürlich, also finde ich trotzdem immer noch ein verrückter Film, so für ein Kind so, also jetzt nicht irgendwie schockierend, aber halt vielleicht ein bisschen schwer teilweise zu verstehen, weil ja schon hin und wieder so ein bisschen mit der Realität auf jeden Fall gespielt wird, weil es dann ja meistens dann doch so eine subjektive Wahrnehmung ist, die man sieht in dem Film. Ja. Der Film ist hell und der Film ist schrill, währenddessen die anderen währenddessen halt zum Beispiel jetzt die Vengeance-Trilogie davor halt wahnsinnig düster ist und brutal. Das ist schon ganz witzig, und irgendwie finde ich das thematisch auch ganz lustig, dass man erst die Vengeance-Trilogie hat mit Figuren, wo es wirklich so um so menschliche Abgründe geht, und danach ist man auf einmal in einer Psychiatrie quasi. So ist ein lustiger roter Faden, wie sich das so durchzieht. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Film dann auch gerade so ein kontrastreiche Leichtigkeit so im Vergleich zur Vengeance-Trilogie, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich halt, als ich damals das erste Mal die Vengeance-Trilogie gesehen hatte, dann wollte ich natürlich irgendwie gleich mehr vom Park Chan-wook, und habe dann den Cyborg gesehen und war dann auch so, wow, irgendwie so. Ja. Es ist total anders, aber total faszinierend so, und das finde ich halt schön, dass man dann auch sieht, dass ein Regisseur mehr kann, als nur die eine Schiene irgendwie auszuwalzen, dass da so viel mehr dann auch drin steckt. Also. Ja, das stimmt. Und es ist wirklich, so wie man das sieht, natürlich ist eine Psychiatrie nicht unbedingt so farbenfroh. Und natürlich siehst du nicht, wie die Leute da irgendwie in Schieflage durch die Gegend laufen. Aber das ist etwas, es ist wirklich eine authentische Darstellung, und das ist wirklich schwer, je nachdem halt, ihr kennt das wahrscheinlich vom eigenen Berufsfeld mehr oder weniger, wenn man Filme sieht, die das eigene Fach betreffen, und dann merkt man, Alter, ey, ihr habt gar nicht recherchiert, geht nochmal zurück, dreht den Film einfach nochmal neu, und das ist halt so schwer, und gerade psychiatrisch ist das so. Oh, ich habe letztens The Ward von Carpenter geguckt, der ist so kacke. Und genau, zum Beispiel Gothica und all den ganzen Kram, ist alles nicht gut. Einer flog übers Kuckucksnest ist zum Beispiel absolut fantastisch und sehr, 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 sehr authentisch. Auch heute jetzt nächstes gefragt. Ja, genau. Das ist halt, ja, Einer flog über das Kuckucksnest ist so der Film für mich, der, auch wenn es in den 70ern spielt, ich weiß gar nicht genau, ob der Film auch in den 70ern spielt oder noch ein Stückchen vorher, aber der halt fast zu 100% leider es dasteht, wie es immer noch aussieht. Und ja, und I'm a Cyborg, but that's okay, zeigt es halt auf eine andere Weise, aber dennoch authentisch. Und es gibt Dinge, die in den Spoiler-Bereich gehen, die dann auch wirklich schön, ganz, ganz, ganz toll und liebevoll inszeniert sind.
Vor allem, wie die Beziehung sich zwischen Il-Sun und Yang-Gun sich entwickelt. Und es kommt zu einer Szene in einem Keller zwischen Rohren. Und da wird es nicht sexuell, zumindest nicht offensichtlich. Aber es ist eine Szene, die zu toll ist. Die werde ich nicht verraten. Es ist auf jeden Fall ganz, 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 ganz toll. Und was, da steckt so viel Herz drin. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Weil der Il-Sun, er hat seine ganz eigene Erkrankung und merkt natürlich, was da mit der Yang-Gun anscheinend nicht stimmt und versucht ihr halt zu helfen. Und das tut er auf eine Weise, die wirklich ja, sehr einzigartig ist von dem, was ich bis jetzt so in dem Genre gesehen habe. Das war echt, ja, echt klasse. Ja, das ist auch toll. Und das, ich finde, der Film ist auch ein gutes Beispiel dafür, was auch das koreanische Kino so oft ausmacht, dass originelle Stoffe da sind, die dann auch wahnsinnig originell verfilmt werden, aber trotzdem immer noch diesen realistischen Hang haben, dass halt, wie hier, dass man sie zwar komödiantische Elemente hat, aber dass sich jetzt keineswegs um irgendwie diese Institution Psychiatrie wie lustig gemacht wird oder dass irgendwie die Leute da irgendwie, dass das so quasi, dass die Comedy, also dass das Lustige besteht jetzt nicht nur darin, dass irgendwie die Leute komisch sind, so quasi, dass die Leute, komisch ist ja auch das Falsche, dass die Leute da krank sind, also es wird sich nicht lustig gemacht jetzt über Erkrankungen oder über, sondern das wird halt auf so eine ganz eigene Weise halt, also Park Chan-wook macht ja wirklich so was Eigenes draus, aber schafft es halt dabei immer noch, diese Akt zu schaffen, nicht irgendwie da jetzt despektierlich zu sein, sondern es ist halt immer noch, das halt immer noch authentisch ist einfach. Ja, das ist es, genau. Es ist komisch, man muss lachen, aber das ist auch was, das kann man auch gar nicht, teilweise gar nicht anders darstellen und das wird einem auch niemand verübeln, auch, da bin ich ganz ehrlich, auch im Beruf selber, da hauen deine Patienten Dinge raus, da lachst du dich kaputt. Einfach nur, weil sie über das, was sie reden oder was sie sagen, ne, du lachst sie selber nicht aus. Das ist halt, mit dem Respekt geht Park Chan-wook auch dort mit der Thematik um und das ist das, was so stark ist. Du hast nicht diese überdrehten 0815 Charaktere, die dir irgendwie ja so total aufgedreht, ich musste so ein bisschen an Johnny Depp Flucht der Karibik mäßig überzogen, so von der Art, so wird dir das oft dargestellt und deswegen macht ihr das ganz, ganz toll. Und alles, was noch folgt, ist wirklich was, womit man sich den Film versaut, nicht versaut, aber sich tolle, tolle Dinge, die man erleben kann in dem Film, nimmt. Deswegen würde ich das tatsächlich weglassen. Ja. Ja. Gibt es noch was, was ihr zu dem Film gerne sagen wollt oder wollen wir fortfahren? Von mir aus nicht, weil es ist halt wirklich, wenn man wirklich da, es ist ein schmaler Grat und ich denke, das umschreibt es ganz gut. Audiovisuell fantastisch, schauspielerisch auch echt schön. Ein schöner, abwechslungsreicher Film, wenn man erstmal sich durch die Vengeance-Trilogie geprügelt hat. Ja, garantiert. Auf jeden Fall sehr sehenswert, ja. Ja, das ist schon eine Riesenempfehlung auf jeden Fall. Gerade wenn man Park Chan-wook kennt, aber noch nicht alles, dann ist es, finde ich, der Film to go dann nach der Vengeance-Trilogie oder so in die Richtung. Ja. Genau, und ich würde sagen, wir bleiben noch so einen Tacken lockerer und bevor wir in die härteren Themen gehen, sage ich mal, was dann noch kommt, wir sagen, nehmen wir nochmal einen etwas angenehmeren Film, denke ich mal, ich habe den Film leider nicht gesehen, aber was ich so vom Genre her und vom Plot her sagen würde, ist das noch ein bisschen angenehmer und zwar geht es darum um Antique und da übergebe ich dann ein weiteres Mal. Den würde ich jetzt gar nicht mal. Also auf den ersten Blick ja, irgendwie locker flockig. Auf den zweiten Blick geht es dann aber doch ganz schön ins Eingemachte. Antique ist aus dem Jahre 2008. Der ist vom Regisseur Min Kyo-dong. Da geht es um einen jungen Mann. Insgesamt geht es um vier junge Männer, aber einer ist so ein bisschen die Hauptperson und er eröffnet ein Café, was seltsam ist, weil immer wenn er Kuchen probiert, er ganz fürchterlich sich übergeben muss. Und die zweite mehr oder weniger Hauptperson des Ganzen ist Min Sun-wo. Der wird beschrieben als der Schwule mit dem dämonischen Charme, also Gay of Demonic Charm irgendwie in der Übersetzung, in der ich es gesehen habe. Die beiden hatten ganz am Anfang des Films, gibt's so eine Szene, irgendwie der eine steht auf dem Dach, der andere kommt zu ihm hin, gesteht ihm seine Liebe und
ja, als Reaktion darauf sagt er dann so, oh, irgendwie, du widerst mich an, du bist voll eklig, komm, hau ab, geh weg, lass mich in Ruhe. Daraufhin geht dann der Schwule dann abends in einen Club, völlig verzweifelt, will sich dann eigentlich umbringen und denkt sich, ein letztes Mal kann ich noch Highlife in Tüten erleben. Und stellt sich dann halt raus, dass er die absolute Anziehung auf alle anderen Leute hat und halt dann der Gay of Demonic Charm wird. Also das ist so diese Hintergrundgeschichte von diesem jungen Mann, und die treffen dann halt nach Jahren irgendwie wieder aufeinander, und der eine kann sich nicht mehr dran erinnern, dass er halt der Kaffeebesitzer im Grunde genommen der war, der ihm damals den Korb gegeben hat. Und dann kommt dann noch ein Boxer damit zu, der dort sich halt bewirbt, halt auch mit als Kuchenbäcker und irgendwie Garçon des Ganzen. Was sich so durch den ganzen Film zieht, ist, dass jede dieser Figuren so eine Hintergrundgeschichte hat, die dann halt gar nicht mehr so witzig ist. Also beim Boxer, der war halt, ja genau, der war halt ursprünglich Boxer, musste dann aber aufgehen, weil sich seine Retina von den Augen gelöst hat, so langsam. Oh. Ja, also im Grunde genommen ist das, was so als locker flockiges, irgendwie, wo man schon fast denkt, so, oh, das könnte so ein bisschen komödienmäßig sein, irgendwie, das Ganze hat teilweise echt einen Wes Anderson-Einschlag mit kleinen Varieté-Nummern, und es ist teilweise sehr zuckersüß und bunt und irgendwie auch sehr schön von der grafischen Darstellung her. Und dann entwickelt sich neben diesem locker flockig, ja, niedlichen irgendwie, dann dieser sehr düstere Plot irgendwie, dann kommen dann auch noch so Geschichten zu den einzelnen Figuren. Der eine wird in seiner Beziehung im Grunde genommen geschlagen und all sowas. Also da stecken so viele Filme dann drin, die sehr, sehr düster sind. Und das Ganze schafft es dann aber bis zum Schluss, so einen warmen Ton beizubehalten irgendwie. Also ja, so viel erstmal zu dem Film, weil ich möchte halt auch nicht zu viel erzählen, weil es sich halt wirklich lohnt, diesen Film zu entdecken. So. Ja, habt ihr Fragen? Erstmal so. Ja, nun. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Mega. Und ja, genau, ich sehe gerade, dass es ja auf einem Manga oder auf einem Comic basiert. Mhm, genau, auf einem japanischen Manga, ja. Ah, cool. Ist natürlich ganz cool, weil man hier auch an dem Film auch wieder sieht, dass es ja, wie es aussieht, dass es jetzt auch nicht unbedingt ein Genre ist, den man dem Film zuordnen kann, sondern dass es so ein Mix ist mehr. Ja, ich bin da auch so relativ unbedarft rangegangen. Ich habe einfach nur gesehen, so irgendwie, oh, den einen Schauspieler mochte ich. Hatte ich geguckt, so, wo spielt der denn noch mit? Habe gesehen, ah, der spielt darin mit. Worum geht's? Ja, vier Typen machen eine Bäckerei auf. Gedacht, naja, guckst mal rein, irgendwie, was das ist. Und dann auf einmal so, ja, sah es halt alles so sehr locker flauschig aus und auch so ein bisschen albern. Ich meine, mit diesem, das ist ganz am Anfang, von daher kann ich das noch erzählen. Da geht er quasi so als der gedemütigte Junge mit der Torte im Gesicht einen Gang lang, betritt dann den Club, sieht dann immer noch irgendwie, hat immer noch diese Torte im Gesicht, und während er geht, auf einmal so ein bisschen Klamottenwechsel, irgendwie schönes, wallendes, langes Haar, und dann wird er da irgendwie durch den Club irgendwie auf Händen getragen von den Leuten, die so begeistert sind von ihm, und wie er da irgendwie mit halbnacktem Oberkörper irgendwie auf der Bar tanzt und so. Also einfach visuell total gut dargestellt alles und irgendwie alles so mit so ein bisschen überdreht und dieser Wes Anderson-Leichtigkeit im Grunde genommen. Und daneben dann irgendwie so sehr eindringliche Bilder auch, die so die Albträume des Jungen darstellen. Der hat einfach auf der optischen Ebene so viele, so gute Ideen, wie Dinge umgesetzt werden, wie sich auch so einzelne subtile Kleinigkeiten dann nachher so miteinander verbinden und einen Rahmen geben. Also der ist einfach künstlerisch sehr toll gemacht und deswegen schon sehr, sehr sehenswert. Ja, das klingt so. Ich hab Bock. Ja, also von mir eine totale Guckempfehlung. Ich finde den total toll. Das Cover sieht auch nicht so aus, wie du den Film beschreibst. Ja, der sieht halt Schleife irgendwie so. Mit der Schleife und die in den, ja. Er ist auch so ein bisschen Etikettenschwindel, weil der Kaffeebetreiber, der erzählt halt auch seiner Familie erstmal so, ja, das ist, ne, irgendwie, damit ich irgendwie im Café sind halt immer viele Mädchen und irgendwie wer Kuchen isst, der ist glücklich, so, ne. Und man erwartet halt echt so irgendwas Rom-Com-mäßiges und, ja, genau. Exakt. Das ist es sowas von gar nicht. Also irgendwie Frauen spielen auch wirklich nur eine sehr untergeordnete Rolle in diesem Film. So die einzige Liebesbeziehung, die dort ein bisschen
tiefer betrachtet wird, ist halt diese Beziehung, die der schwule Konditormeister hat. Und das ist eine Missbrauchsbeziehung. Also. Okay. Verrückt. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall auch sehr spannend erklärt. Und ich hoffe natürlich, dass die Leute auch, deren Interesse geweckt worden ist. Meine ist auf jeden Fall geweckt worden. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, würde ich schon fast sagen, einer der Filme, von dem man wahrscheinlich am ehesten noch nicht gehört hat, tatsächlich, weil ich habe davor auch noch nicht viel von dem Film gehört. Nee. Und ich sehe auch, dass er, glaube ich, selbst in Nordamerika und so noch gar nicht wirklich noch nicht richtig vertrieben worden ist. Und das muss halt auch schon was heißen, auf jeden Fall. Ja. Genau, ich würde sagen, wir fahren einfach mal fort. Und ich habe mir einen Film ausgesucht, über den ich gerne sprechen würde, der sich jetzt in eins der wahrscheinlich bekanntesten Genres des koreanischen Kinos einreiht, würde ich mal sagen. Und vielleicht auch schon fast der einsteigerfreundlichste Film ist. Kann man sehen, wie man will. Ich würde es einfach mal so behaupten. Und zwar geht es darum um den Film A Bittersweet Life von Kim Ji-woon, über den wir später auch nochmal sprechen werden auf jeden Fall. Und auch schon gesprochen haben. Und zwar ist A Bittersweet Life ein Rache-Thriller oder ein, ja, Rache-Gemetzel, wie man es sehen will. Der ist aus dem Jahr 2005, geht genau 2 Stunden und hat die FSK 18, was natürlich dann auch schon für viel Spaß garantieren könnte. Genau, und wie bereits erwähnt, der Film ist ein sehr klassischer Rache-Thriller. Es geht um den Protagonisten Kim San-woo, der ein Gangster ist, der zu seinem Boss ganz normal, er macht seine Aufträge, er ist gut in dem, was er tut, hat dann irgendwann die Aufgabe, die Geliebte seines Bosses zu ein bisschen auf die aufzupassen. Also das wird ihm gesagt, er soll auf sie aufpassen, aber eigentlich soll er gucken, ob sie ihn betrügt. Und wenn ja, soll er das natürlich sagen oder sie direkt erledigen. Und sie betrügt ihn tatsächlich auch. Und das kommt raus, beziehungsweise es kommt bei ihm raus, aber er entscheidet sich zu schweigen, es nicht zu verraten. Dieser Verrat wird aber schnell aufgedeckt. Er wird fast getötet und ab diesem Punkt entscheidet er sich, Rache zu nehmen. Und so beginnt dann die Talfahrt, sage ich mal. Und das ist ein sehr, wie gesagt, das ist eigentlich ein sehr klassischer Rache-Thriller, der einfach aufs Maul ist, der wunderbare Einstellungen hat, sehr brutal. Und dabei aber wunderbar gut aussieht und sich dann auch mit so recht klassischen Themen des Rachefüllers beschäftigt, inwiefern Rache sinnvoll ist und ob man nicht einfach nur quasi in so einem Teufelskreis gerät. Der Film macht das aber so, der Film ist halt, der hat seine Linie und die zieht er halt sowas so von vorne bis hinten einfach komplett durch, was den Film halt so gut macht, finde ich, weil der Film jetzt keine Umwege nimmt, sondern er ist wirklich schnurstracks, geht er seinen Weg und ist dabei halt einfach wunderbar gut. Und da der Film ist von erzählerischen Ebene vielleicht noch nicht so wahnsinnig speziell ist, wie es jetzt vielleicht in Oldboy ist, finde ich, ist das eigentlich ein guter Einstieg in dieses Genre. Ich weiß nicht, wie steht ihr denn dazu? Ja, ich bin mit Oldboy eingestiegen. aber ich glaube ja. Also es kommt halt auch, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie gut man mit der Art des asiatischen und vor allem südkoreanischen Kinos umgehen kann und wie sehr einem das liegt oder wie schnell man da reinwächst. Wenn man als erstes Oldboy guckt zum Beispiel, kann es auch sein, dass man sagt, irgendwie, weiß ich auch nicht, was, da passiert ja ganz lange nichts und dann wird es hinten raus so eklig und das könnte abschrecken. So bei meiner Frau, die ist damit nicht so ganz warm geworden, nicht weil es ein schlechter Film ist, sondern das thematisch und visuell einfach wirklich auch ganz schön eklig ist und A Bittersweet Life ging besser durch. Also bei mir sowieso, ich fand den großartig, aber auch bei ihr, da sie ist immer so ein bisschen, ja, das ist, ich nenne es so ein bisschen das Mainstream-O-Meter, was das angeht. Ja, ist wirklich so, sie kann wirklich einfach nicht so ihr Cup of Tea, wie man auf Deutsch sagt. Ist halt so. Und aber deswegen kann man mit dem Bittersweet Life gut einsteigen, ja. Der ist wirklich straight, der hat nicht dieses krass Verkopfte. Aber er sieht unfassbar geil aus. Und man kommt halt voll auf seine Kosten, selbst wenn man halt ein bisschen im Thema ist. Und diese ganzen Kameraeinstellungen, die er benutzt, die nicht
stilistisch durch den Film durchgehen, sondern es gibt gewisse Kameraeinstellungen, die werden genutzt, weil sie gerade in dem Moment richtig geil passen. Und das liebe ich so. Oh Gott, es ist fast schon eine Schande, das jetzt zu nennen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Michael Bay denke, wo sich andauernd die Kameras drehen, andauernd, in jedem Film. So, das macht er halt einfach, weil er es geil findet, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Und bei Bittersweet Life ist es halt, da hast du eine Kameraeinstellung, die völlig weird ist und irgendwie aus einem total komischen Winkel, aber zudem, das wirkt halt total geil und dann kommt die halt auch nur noch einmal vor oder gar nicht mehr. Das hat mir extrem gut gefallen. Und die Brutalität ist auch gar nicht verkehrt. Ja, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe die leider noch nicht geguckt, bin jetzt aber auf jeden Fall sehr neugierig. Also, ja, klingt gut. Zu Recht. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr empfehlenswert. Gerade wenn man dann sowas wie Oldboy zum Beispiel oder halt generell die Filme der Vengeance-Trilogie gesehen hat und mit denen schon was anfangen konnte, dann macht man mit der Bittersweet Life garantiert auch nichts mehr falsch. Ja, ich meine, Oldboy ist mein absoluter Lieblingsfilm. Also insofern. Ja. Ja, und dann bist du da auf einer richtigen Adresse. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Definitiv, ja. Und es gibt ein ganz tolles Weg, wir kriegen kein Geld dafür, aber es gibt ein ganz tolles Mediabook. Möglicherweise kommt es heute an, ich hoffe es. Ich habe es bestellt. Es sieht wirklich gut aus, ja. Da sind auch beide Schnittfassungen drauf. Ich kenne nur den Kino-Cut, es gibt ja noch den Director's Cut. Ich glaube, da ist ein bisschen, ich glaube, er geht ein bisschen länger, aber ein bisschen Gewalt raus, weiß ich aber nicht. Hast du den gesehen? Nein, ich habe nur die normale Version gesehen. Ja, der soll auch besser sein. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Ja, genau. Genau. Ich würde sagen, wir fahren einfach direkt mal weiter, denn wir haben noch ein paar tolle Filme, über die wir gerne reden würden. Und ich würde jetzt tatsächlich wieder an Till übergeben und dir auch tatsächlich einfach mal die Wahl lassen, worüber du als nächstes sprechen möchtest. Dann, also bevor ich wieder ins Seichte abdrifte, würde ich jetzt einmal, ja, ich gehe weiter. Ich gehe zu ein bisschen zu noch mehr Brutalität. Und zwar, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, genau, dann bleiben wir beim Regisseur. King Yi-Woon, der hat einen Film gemacht, der nennt sich I Saw the Devil. Und bevor wir mit dem Film fortfahren, müssen wir hier einmal kurz den Disclaimer starten, dass wir hier natürlich die von der FSK freigegebene 18er Version besprechen. Nur vorweg, bevor wir auf den Sack bekommen von irgendwem, der denkt, er kann uns an den Karren pinkeln. Liebe Grüße und los geht's. I Saw the Devil, ja, wie gesagt, von 2010, geht auch gute 2 Stunden und ja, wir haben den Regisseur von A Bittersweet Life, wir haben tatsächlich den gleichen Hauptdarsteller auf der in Anführungsstrichen guten Seite, das ist Lee Byung-hun. Und wir haben Choi Min-sik aus Old Boy. Und Choi Min-sik, und darum geht es, ist ein pervertierter, widerlicher, gefährlicher Psychopath, der aus Vergnügen Jungfrauen auflauert, entführt, misshandelt und dann anschließend tötet. Und der fährt mit so einem Van rum, mit so einem Schulbus. Und geht tagsüber seiner Arbeit als Busfahrer nach und abends wird's dann echt gestört und eklig, weil er wirklich, und er spielt ihn widerlich geil und es fängt an mit einem Mord und ermordet wird die Tochter des Polizeichefs. Ja, dadurch entspinnt das Ganze und dann macht sich Kim So-hyun, gespielt von Byung-hun, halt auf den Weg, diesen Killer, ja, zur Strecke zu bringen, möchte ich mal sagen. Und es ist das Einzige, was ich gerade nicht mehr auf Reihe habe, fällt mir peinlicherweise ein, war nicht von unserem Hauptdarsteller, dass die Ermordete auch die Geliebte, die Partnerin, oder nicht? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der Vater, ist der Polizeichef und dann geht's los. Jetzt denkt man sich erstmal, okay, der jagt ihm nach, versucht ihn zu kriegen und dann entspinnt sich ein Hide-and-Seek-Rache-Film, der es so richtig in sich hat. Es geht relativ schnell, das ist das Einzige, was ich jetzt hier an der Stelle darüber preisgebe, dass die beiden aufeinandertreffen und sich richtig auf die Fresse geben. Aber dann wird Choi Min-sik am Leben gelassen. Es zeigt sich, dass nicht nur
Choi Min-sik als Serienkiller hier völlig gestört und psychopathisch handelt, sondern genauso unser Hauptdarsteller auf der, in Anführungsstrichen, guten Seite, Kim Soo-hyun, wird gespielt von Yi Byung-hun, der ihn halt richtig Maß nimmt. Er will ihn halt nicht einfach nur töten. Und das ist halt das, wo der Film dann das Ganze verschwimmen lässt. Du hast diesen psychopathischen Killer und auf der anderen Seite hast du den völlig durchdrehenden Hauptdarsteller und dann wird sich gejagt. Und mehr möchte ich jetzt erstmal gar nicht sagen, weil es ist, auch da gibt es natürlich viele Wendungen und viel, viel, viel spannende Szenen und viele brutale Szenen. Aber es ist durchweg wirklich ein gestörter Psychothriller. Ja. Ja. Also das Oder? Kann man so auf jeden Fall sagen. Das ist auf jeden Fall nochmal, das ist halt spannend, weil der Film zeigt, dass Kim Ji-woon nicht nur einen simplen Rachefüller machen kann, sondern dass er auch den der ganz verrückten Sorte machen kann. Hat wahrscheinlich damit einen der brutalsten und der visuell brutalsten Rachefüller geschaffen. Und der ist natürlich aber trotzdem wahnsinnig gut, weil er halt auch so ambivalent ist, weil es nicht dieses, also, weil es gibt jetzt nicht dieses klassische, das ist der Böse, sondern das ist der Böse. Aber irgendwie gibt's jetzt überhaupt einen Guten gerade so? Gefühlt nein. Ah. Und das stellt natürlich dann viele Fragen auf. Der Film schafft's halt, so unfassbar gemein zu sein, dass man die letzte Szene jetzt gar nicht mehr unbedingt, das heißt die letzte Szene, dass eine der Szenen zum Schluss auch gar nicht mehr so eine Genugtuung einfach ist unbedingt, sondern eher so ein, boah, endlich ist es vorbei. So. Und nicht. Das ist wirklich krass, ja. Der spielt mit einem als Zuschauer so, wo man denkt, okay, der ist völlig gestört, der mordet Frauen. Okay, jetzt wird er verfolgt von einem Cop, aber der nimmt sich halt irgendwie auch frei oder Urlaub und macht das gar nicht so offiziell und dann prügelt sich unser lieber Cop ja, er behandelt ja auch andere, die ihm Infos geben sollen, nicht gerade nett. Kloppt er dem einen Typ irgendwie die Eier zum Matsch, um das einfach mal so sozusagen auszudrücken. Und irgendwann denkt man sich, ja, auf welcher Seite stehe ich? Bin ich einfach nur ein Zuschauer, der beiden Gestörten zuguckt? Also man wird völlig ins kalte Wasser geschmissen. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie man es deuten soll und wie man am Ende rausgehen soll aus dem Ganzen. Dann noch der Familienbezug auf beiden Seiten. Natürlich, wie die irgendwie dann damit mit eingewoben werden. Oh, das ist. Und die schauspielerische Leistung, vor allem von Choi Min-sik, und die anderen sind natürlich auch alle grandios, vor allem auch Lee Byung-hun. Aber Choi Min-sik ist so ein geiler Typ da. Also schauspielerisch. Das ist Hammer. Wenn man denkt, in Oldboy spielt er sich auch schon die Seele aus dem Leib, das tut er hier auch, aber auf eine Art und Weise, die nochmal so hammer-eklig ist. Das ist wirklich beeindruckend. Aber ich finde das auch so was Spezielles bei den südkoreanischen Filmen, dass du halt auch echt Filme hast, wo du nicht sagen kannst, oh, das ist jetzt irgendwie der strahlende Held, auf dessen Seite ich bin, sondern dass die Figuren so komplex sind und teilweise auch so durchweg alle so, dass du eigentlich denkst, so, eigentlich kann ich nicht auf eurer Seite sein, eigentlich kann ich auf gar keiner Seite sein, aber die Geschichten an sich sind halt irgendwie stehen im Fokus und es wird halt gezeigt, Leben, in Anführungszeichen Leben, wie es ist, nämlich, dass es einfach nicht die strahlenden Helden gibt, was ich irgendwie so ein sehr angenehm finde, so im Gegensatz zu den ganzen typischen amerikanischen Filmen, wo du immer genau von vornherein weißt, irgendwie, oh, auf dessen Seite soll ich jetzt sein, und allein dadurch werden mir die Leute dann in diesen Filmen dann so unsympathisch, während hier so halt sehr komplexe Abbilder des Lebens im Grunde genommen, wo so total zerrissene Gestalten sind und man dann einfach Geschichten aufnimmt, wo man sich denkt, so ja, könnte so passieren. Also, ja, genau. Und deswegen kommt es mir auch viel näher irgendwie, dadurch, dass es halt so viel echter wirkt, weil es halt irgendwie nicht diese glatt gebügelten Figuren sind, sondern man das Gefühl hat, irgendwie mit richtigen Menschen konfrontiert zu werden. Ja, so widerlich sie auch sein mögen. Also. Ja, das ist so ein bisschen wie beim ersten, bei Sympathy von Mr. Vengeance, wo man auch denkt, boah, was, wie krass, und ich fieber mit und mit Person A, und dann dreht sich das Ganze, nachdem es sich schon gedreht hat, nochmal, und du denkst, was ist denn jetzt hier gerade los? Wem soll ich denn jetzt folgen? Wen finde ich denn jetzt cool? Wer ist denn jetzt scheiße? Das schaffen die wirklich gut. Wirklich, ja. Wirklich gut, ja.
Ja, das stimmt. Und es ist halt auch spannend, weil das selbst in den Filmen wie A Bittersweet Life, um darauf nochmal zurückzukommen, da ist es ja auch so, einfach weil der Film so ein Milieu schafft, in dem man sich befindet, wo man dann sagen kann, okay, dem wir gerade beobachten, der ist ja, das ist ja auch kein Guter. Das ist ja, der war ja davor genauso wie die, die er gerade umbringt. Der war ja in diesem, er war ja quasi selber Gangster und hat ja einfach Leute umgelegt, ohne zu fragen. Und im Endeffekt könnte man auch theoretisch, wenn man jetzt das so sehr hinterfragt, sich fragen, ist der Boss jetzt unbedingt so ein Böser jetzt in diesem Milieu? Mhm. Weil im Endeffekt war der Gangster einfach jemand, der hat ja einfach seinen Job nicht gemacht so und der wusste ja wahrscheinlich, was ihm blüht so in die Richtung. Da kann man dann sagen so, ja okay, das ist an sich eine böse Person, da ist halt dieser Gangsterboss in dem Milieu, in dem er sich befindet, aber das, was er getan hat, macht ihn jetzt nicht unbedingt böser, als er sowieso schon ist, weil es so gefühlt so normale Routine ist, oder? Weil er ist wahrscheinlich auch nicht der Erste, der versucht wurde zu töten, nachdem er seinen Job nicht richtig gemacht hat, so. Ja, definitiv, das ist in der Welt, also in der Subwelt, in der der Film oder die Filme spielen, da gibt es halt dann diese die klaren Regeln, die man im Endeffekt ja auch kennt, auch aus anderen Gangsterfilmen, so, wenn du deinem Boss irgendwas verschweigst, was dein Auftrag war, dann weißt du einfach zu 100%, du bist am Arsch. So, du hast halt Scheiße gebaut. Und da dreht sich das Ganze halt dann immer in irgendeine Richtung und man überlegt sich, also ja, der Boss, okay, er ist ein Schwein, weil der hat irgendwie 7 Jahre für ihn gearbeitet und jetzt sowas, aber andererseits ist es privat, es sind seine Emotionen, der hat ja auch viel über Liebe gesprochen und es ist oft auf beiden Seiten auf gewisse Art und Weise immer ein bisschen nachvollziehbar, wenn man das jetzt vergleicht und es soll doch kein Hate sein gegen die Hollywood-Filme oder so, weil der erste 96 Hours hier Taken, das ist auch ein guter Auf-die-Fresse-Film, aber da hast du ganz klar die Seiten, da gibt es gar kein Für und Wider, auch wenn Liam Neeson halt da echt richtig durchdreht so und auch fiese Sachen macht, aber da überlegst du gar nicht, auf welcher Seite du bist. Und das ist halt gerade jetzt in den Filmen, die Rachefilme, die wir besprechen oder auch nur anreißen, immer ein bisschen, wo du denkst, ja, ich könnte beide Seiten verstehen, ich kann beide Seiten verstehen und das macht's nochmal spannender und nochmal interessanter. Ja. Ja, das stimmt. Volle Zustimmung. Genau, ich würde sagen, wir fahren einfach weiter, wir fahren fort. Ich übergebe wieder an dich, Frosty, und du darfst dir auch wieder aussuchen, worüber du reden möchtest. Dann mache ich jetzt weiter mit Memoir of a Murderer. Den sollte man nicht verwechseln mit dem Film Memories of a Murder, der von Bong Joon-ho aus dem Jahre 2003 ist. Nee, Memoir of a Murderer ist von Won Chin-yun. Und der kam, 2017 kam der raus, genau. Und das ist, ja, kann man noch am ehesten mit so einem Thriller oder Krimi vergleichen? Ja, eher Thriller. Da geht es um einen altgewordenen Serienmörder, der jetzt unter Alzheimer leidet. Und alleine diese Prämisse irgendwie fand ich schon spannend. Ja. Hm. Also, ich bin immer so, ich gucke, wenn ich auf Suche nach einem neuen Film bin, irgendwie, ich gucke mir meistens nur so die ersten ein, zwei Zeilen von der Besprechung an und wenn das dann gut aussieht, dann gucke ich mir den an. Oder ich klicke einfach mal so irgendwas an. Und da hatte ich nur gelesen, Serienmörder mit Alzheimer gekauft. So. Und, ja, aber gut, dass Alzheimer ein Thema ist. Dann kommen wir ja später nochmal drauf zurück. Hat sich dann aber auch echt gelohnt, weil also dieser Serienmörder irgendwie ist halt schon sehr alt und er hatte halt irgendwann mal einen Autounfall, bei dem er dann irgendwie am Kopf verletzt wurde. Und da wird vermutet, dass das im Grunde genommen der Auslöser für seinen Alzheimer war. Und der wohnt alleine mit seiner Tochter, hat dann erstmal halt dadurch, dass er dann auf einmal alleine gelebt hat mit seiner Tochter, weil die Mutter dann aus dem Bild war, seine Tätigkeit als Tierarzt wieder aufgenommen. Und eines schönen Tages fährt er so auf der Landstraße mit seinem Auto rum und hat dann so einen kleinen Unfall mit einem anderen Wagen. Irgendwie denkt sich so, ja, wie ich das halt als guter Bürger mache, ne? Irgendwie, wenn ich jemanden das Hinterlicht irgendwie abfahre, dann tauschen wir unsere Versicherungskarten aus und so
ein einziger Blick in die Augen des anderen hat gereicht, um zu merken, oh, der ist ja wie ich. Also das ist halt auch ein Serienmörder. Und okay, kleiner Hinweis, da ist dann halt auch, dass es so aus dem Kofferraum rausblutet und der andere meint dann so, ja, irgendwie er hat aus Versehen ein Reh angefahren und ist alles gar nicht so schlimm und erzählt ihm aber auch nicht, wer er ist und sagt so, nee, ist schon nichts passiert, irgendwie lass uns mal weiterfahren. Und da unser Tierarzt beziehungsweise der Alzheimer-Serienmörder mit dem Polizisten des Ortes gut befreundet ist, gibt er dem dann auch so ein bisschen so einen Tipp in die Richtung, so guckt euch den mal genauer an und dann kommt halt raus, ja, dieser Tejo, den er da angefahren hat, so heißt er, der ist halt selbst bei der Polizei. Ja, und dann entspinnt sich so ein bisschen die Geschichte. Ich habe ja schon die Tochter von unserem Alzheimer-Serienmörder erwähnt und an die macht sich dann der Serienmörder-Polizist ran und der hat dann natürlich Angst, ne, dass seiner Tochter nun was passiert und dann gibt's halt, dadurch, dass er halt Alzheimer hat, dann immer wieder so Situationen, wo er nicht weiß, oh, wie komme ich jetzt hier hin, was ist passiert, was dem Ganzen nochmal so eine andere Ebene gibt, weil halt natürlich auch in der Gegend dann Frauenleichen auftauchen, wie es so ist, ne, wenn da Serienmörder unterwegs sind. Es entspinnt sich dann eine sehr nette erzählte Geschichte irgendwie. Er hat dann irgendwie dank seiner Tochter immer so ein kleines Aufnahmegerät dabei, damit er irgendwie, wenn er was macht, irgendwie kurz einspricht, oh, ich habe jetzt dies gemacht, oh, ich habe jetzt das gemacht, damit er irgendwie seine Erinnerung nicht so total verliert. Also ich glaube, wenn ich jetzt weiter erzähle, dann würde ich schon zu viel vom Plot vorwegnehmen. Also es ist im Grunde genommen, man kann sich schon so ein bisschen denken, dass es halt darum geht, irgendwie, wer ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Mörder und ist die Tochter in Gefahr oder nicht und wie löst sich das Ganze auf und durch die Alzheimer-Erkrankung weiß man ja auch nicht, wie viel von dem, was er meint zu erinnern, ist halt auch echte Erinnerung und so. Also sehr spannend und teilweise halt auch wieder sehr brutal. Okay. Ist das so ein bisschen, also wenn er nutzt das Tonbandgerät so ein bisschen, um sich zu erinnern, oder ist das richtig? Okay, ja, so weil, ein bisschen. Weil als du das gesagt hast, muss ich so ein bisschen an Memento denken. Ja, würde ich gerade sagen. Tatsächlich, der ja ähnlich funktioniert mit diesen Erinnerungslücken und den Tattoos und allem Pipapo. Ja, der klingt wirklich auch sehr spannend, muss ich sagen, auch weil er so bisschen verzwirbelt klingt. Bisschen hat dann auch durchaus seine komischen Elemente, ne? Weil er irgendwie, wie es so eine besorgte Tochter ist, die möchte dann halt nicht, dass er dann irgendwie total vereinsamt und die bringt ihn dann dazu, irgendwie halt auch um sein Gedächtnis zu trainieren, sich so einem Buchclub irgendwie Dichterzirkel anzuschließen. Wie, ist wo ja die dann völlig halt verrückt. Ihre eigenen kleinen Werke mit hinbringen. Okay. Und seine Gedichte sind im Grunde genommen über seine Morde, die er mal begangen hat. Okay. Und das ist halt echt so, und die gehen natürlich alle davon aus, dass Fiktion ist und einer aus diesem Club verliebt sich dann fürchterlich in ihm. Also es ist dann auch noch so eine echt skurrile kleine, sie ist in ihn verliebt, er findet sie voll schrecklich. Also es hat durchaus was dann wieder so was Komödiantisches, was man ja auch oft in diesen Filmen hat, dass so die Genregrenzen manchmal so aneinander schrammen. Und vor allem die schauspielerische Leistung irgendwie, gerade von diesem Elternherrn, der heißt, warte, Sol Kyung-gu ist der Schauspieler. Also, ich glaube nicht, dass ich den vorher schon mal in einer Rolle gesehen hatte, aber der spielt das wirklich sehr, sehr gut. Hm. Also, der spielt in Peppermint Candy mit, das sagt mir auf jeden Fall was, weil das ist der zweite Film von Lee Chang-dong, über den wir gleich anders sprechen. In Oasis spielt er auch mit, auch von Lee Chang-dong, auf jeden Fall. So, wenn man bei Wikipedia guckt, der ist schon lange im Geschäft und hat eine ordentliche Filmografie, also das hat auch einiges an Preisen gewonnen. Ja. Also, das ist echt ein toller Schauspieler, den kann man sich ruhig mal merken. Ja, da habe ich gleich mal eine Frage, weil du sagst, das Schauspiel ist so gut und es vermischt sich so ein bisschen ja immer auch teilweise dieses Komödiantische. Guckt ihr die im Original mit Untertiteln oder nicht? Ja. 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 Okay. Weil ich habe nämlich. Ja. Ja. Entschuldige, erzähl. Ja, ich finde die Übersetzung, die treffen oft nicht den richtigen Ton. Da finde ich irgendwie, sind die Stimmen oft viel zu schrill übersetzt oder irgendwie. Da driftet es dann ins sehr Alberne ab und es wird dem
sonstigen Ton der Filme dann nicht gerecht, finde ich. Genau, das ist es nämlich, weil ich, also ich bin selber an sich, ich gucke Filme meistens auf meiner Sprache, so auf Deutsch. Ich kann Englisch, ja, ich habe aber oft dann nicht so Lust auf Untertitel, wenn ich dann mal doch was nicht verstehe. Und die deutsche Synchro ist ja eh in hochproduzierten Filmen sowieso sehr gut. Mit das Beste, was wir so global haben, finde ich, weil wir so viel übersetzen. Aber zum Beispiel A Bittersweet Life habe ich zum Beispiel auf Deutsch geguckt. Großartig, ganz, ganz großartig. Aber ich habe jetzt dann letztens nochmal, ich habe letztens The Chaser, was heißt letztens? Ich habe The Chaser geguckt, ich habe Bedeviled geguckt. Zwei richtig, auch echt ganz gute Filme. Aber scheiße, die Synchro, ey, das war so, also ich muss die tatsächlich dann nochmal gucken, weil die habe ich auch auf Deutsch geguckt. Und bei mir mischt sich das immer so ein bisschen durch, aber da habe ich irgendwie nicht umgestellt. Habe das mit einem Kumpel zusammen geguckt. Ja, und das nimmt echt viel teilweise. Das ist dann so überdreht. Oder zum Beispiel bei Mother. Ganz schlimm. Da muss man auch direkt umstellen auf Koreanisch. Ganz, ganz schlimm. Was ist denn, also, oh, so schade auch. Vor allem für die Leute, die, ja, keine Ahnung. Es gibt Leute, die haben es nicht mit Untertiteln oder können nicht schnell lesen oder können gar nicht lesen. Was weiß ich denn? Da geht wirklich richtig viel verloren. Richtig, richtig viel. Deswegen, da wollte ich nur mal nachhaken, weil ihr ja, weil du gerade gesagt hattest, wegen dem Komödiantischen und das ist ja auch was Asia dann oft mal mit einstreut. Und das, dieses Komödiantische, das verliert sich nicht in der deutschen Synchro, sondern das wird so überspitzt und als hätten die, wüssten die nicht, wie die damit umgehen sollen, mit der Art des Humors. Ja, genau. Okay, ja, ich bin auch ganz klar, gerade da, was Korea oder Asien angeht, auch auf O-Ton-Seite tatsächlich, ja. Ja, das stimmt. Also gerade im asiatischen Raum empfiehlt sich das meistens, die Original zu gucken auch. Ja, weil dann natürlich dann auch die schauspielerische Leistung kommt natürlich dann auch nochmal ein bisschen anders raus einfach. Mhm. Und das kann ich einfach jedem so empfehlen, das zu tun. Ja, weil die halt so eine ganz eigene Art von Ausdruck haben. Man merkt das überspitzt in Animes, da ist es ja sehr drüber. Auch, aber die haben halt dieses, sie sind wenn sie sich aufregen oder meckern, immer ein bisschen drüber. So, und das ist, das kommt besser rüber. Aber zurück zum Film, wenn du noch was zu sagen hast, ich wollte nur da direkt, das war ein guter Platz, wo ich das so einbringen konnte, ja. Das war's im Großen und Ganzen auch schon, weil dadurch, dass es ja im Grunde genommen so ein bisschen eine Krimi-Thriller-Geschichte ist, da will ich so ein bisschen so die selbst sich die Fährte suchen schon überlassen, weil bei so einem Film irgendwie kommt es halt sehr drauf an, wie entwickelt sich der Film. Also da was vorwegnehmen zu wollen, wäre gemein, in Anführungszeichen. Hat aber auch sehr schöne Bilder irgendwie, also so Bambuswälder und irgendwie die Landschaft ist halt toll und ist einfach gut gemacht. Also ist ein sehr, sehr schöner Thriller. Ich habe noch eine Frage. Ja, immer raus damit. Hast du da auch beide Versionen? Also ich versuche mich hier nicht durch die Story zu gucken, gerade hier im Internet, aber ich sehe auch, da gibt es auch einen Director's Cut mit einem komplett anderen Ende und da fällt das Rating dann von 15 auf R-Rating. Ich habe leider nur die 15er-Version sehen können. Okay, ich weiß nicht, welche jetzt empfohlen wird oder besser ist, aber ich kann ja sein. Ja. Aber ich glaube, du hast den gewollten Cut gesehen und dann den ist ja meistens so. Ja. Würde mich aber durchaus interessieren, auch nochmal die ungeschnittene bzw. den Director's Cut zu sehen. Das ist Director's Cut, ja. Weil das Ding ist irgendwie, also so wie es endet irgendwie, also da sind so ein paar Szenen bei, wo man echt denkt so, ach je, irgendwie, also auch mit diesem Polizistenkiller irgendwie, der hat halt auch eine körperliche Besonderheit dann an sich, die man nicht auf den ersten Blick sieht und wenn man die dann sieht, dann fällt dir echt erstmal die Kinnlade aus dem Gesicht, so. Okay. Aber alles andere sollte man sich dann lieber selbst angucken. Ja, aber total ein weiterer Film für die Watchlist auf jeden Fall. Ja, definitiv sowieso irgendwie alles, was wir besprechen, nicht kennt, das wandert direkt drauf, ja. Genau. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal fort mit einem Film und zwar habe ich gerade erstmal realisiert, ich hätte gerne noch über Burning gesprochen, aber den haben wir tatsächlich schon im Telestammtisch besprochen. Deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen, bevor Andi böse wird.
Aber wir sprechen gleich noch über einen anderen Film von Lee Chang-dong. Da würde ich die Chance dann auf jeden Fall nutzen. Und deswegen springe ich jetzt direkt zu einem Film, den ich eigentlich gleich erst erwähnen wollte. Aber dann mache ich das jetzt einfach. Das ist auch ein Film, den wir alle drei gesehen haben. Und zwar geht es um A Taxi Driver. Oh ja. Genau, yay. Ein Film. Kriege ich direkt Gänsehaut wieder, wenn ich dran denke. Das ist ein Film, den haben den Großteil wahrscheinlich noch nicht gesehen, da der in Deutschland ein bisschen schwieriger ist, da dran zu kommen. Aber es, wenn man sich informiert, sag ich mal, ihr werdet schon einen Weg finden, ohne jetzt hier explizit irgendwas zu erwähnen. Auf jeden Fall, wir sprechen einfach mal direkt über den Film. Und zwar ist der Film vom Regisseur Jang Hoon. Und man hat hier zwei Hauptdarsteller, und zwar einmal Song Kang-ho, den man aus vielen, vielen Filmen wahrscheinlich schon kennen dürfte. Darunter wäre Memories of Murder, da wäre Parasite, The Host, Joint Security Area, The Good, The Bad, The Weird. Also Song Kang-ho ist einer der größten Schauspieler in Korea und der gibt sich auch hier wieder die Ehre. Und dann hat man tatsächlich einen deutschen Schauspieler, der die andere Rolle spielt, und zwar Thomas Kretschmann. Und das hat auch einen Grund. Und zwar basiert der Film auf einem realen Ereignis, und zwar um das Massaker von Gwangju. Hieß das? Das hat sich im Jahr 1980 ereignet. Und da ging es um einen Militärputsch. Und da gab es dann natürlich Protestierende, und in der Stadt Gwangju wurde gegen diese mit einer außerordentlichen Gewalt und Brutalität vorgegangen. Thomas Kretschmann spielt die Rolle eines Reporters, dessen Name mir gerade... Jürgen Hinzpeter, genau. Der war, es klingt erstmal, als würden die Asiaten sich wieder so einen richtig typisch deutschen Namen ausdenken, aber das ist halt tatsächlich, er heißt so. Oder ja. Ist so. Ja. Genau, also das ist, genau. Und Jürgen Hinzpeter war zu dieser Zeit Korrespondent des NDR, und er war einer der wenigen im Film wird dargestellt, dass der einzige war, der quasi geschafft hat, Kameramaterial oder Filmmaterial von diesem Massaker in die Welt zu bringen. Da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Es gibt, der Film, der ist jetzt nicht zu 100% geschichtlich genau, sondern macht ein bisschen eine eigene Geschichte, die halt auf wahren Begebenheiten basiert. Es geht da primär um den Taxifahrer, der Kim Man Sop heißt. Und der ist halt einfach ein Taxifahrer, der lebt in Seoul, meine ich. Und der ist einfach sehr... ist so ein sehr lapidarer Typ, jetzt der macht halt seinen Job, aber ist auch auf sich für die ein oder andere das schnelle Geld quasi, wenn es schneller gehen kann, zu haben. Ist jetzt nicht kriminell oder so, aber ist halt so, sein Auto ist jetzt auch schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, und keine Ahnung, ist da mal ein Spiegel kaputt, dann klebt man den halt neu an so, und also der Mann merkt so, der macht seinen Job zwar, aber der ist jetzt so nicht unbedingt der zuverlässigste. Und durch einen Trick, sag ich mal, schafft er, dass sich dieser Jürgen Hinzpeter in sein Taxi setzt. Und trotz der sprachlichen Barriere schafft er es irgendwie, ihm zu vermitteln, dass er nach Gwangju muss, das halt zu dem Zeitpunkt schon höchst abgesperrt ist und man da eigentlich nur schwer reinkommt. Die schaffen es auf jeden Fall irgendwann auf einen bestimmten Weg und müssen dann den Schrecken, der sich in dieser Stadt ereignet, miterleben, dass es so weit geht, dass sogar deren eigenen Leben irgendwann teilweise in Gefahr ist. Das ist der Punkt, wo der Film halt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig stark ist, und zwar zu zeigen, diesen Schrecken zu zeigen, und dann, wie der Film auf einmal da umschlägt, und man hat dann Szenen, wie die Leute da, ob jung, ob alt, ob die da nur rumlaufen gefühlt, wie die da niedergeprügelt werden und wirklich mit was für einer Riesengewalt da gegen diese Leute, die einfach da protestieren, wie die gegen die vorgegangen wird. Und das dann halt so weit geht, dass dann Charaktere wie dieser Thomas Kretschmann, der den Jürgen Hinzpeter wunderbar verkörpert, der die ganze Zeit uns als eine kalte Person oder eine sehr harte, kalte Person halt wirklich, der, man könnte schon vielleicht sagen, schon fast so berufsblind, einfach seinen Job da macht und sagt, ja komm, hopp, 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 bla, 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 machen, wie der dadurch bewegt wird auf einmal und wie dann diese Änderung da kommt und wie sich auf einmal der Film, der am Anfang auch noch auf jeden Fall auch komödiantische Elemente hat und der teilweise noch so locker leicht dahergeht, auf einmal in so ein Elend runterfährt, das ist wirklich Wahnsinn und so bewegend und wahnsinnig berührend und hat halt in mir wirklich Male und Male immer und immer wieder das Blut gefrieren lassen einfach. Also das Cover der Blu-ray belügt euch.
Ja. Das ist eine so böse Lüge, eine böse Lüge. Ja. Ja, das war auch das Ding. Ich hatte das Bild gesehen, gedacht so, ach, jetzt irgendwie noch eine nette Komödie gucken, warum denn nicht? Und also normalerweise weine ich, wenn in einem Film ein Tier getötet wird. Und mein Taschentuchverbrauch bei diesem Film war phänomenal. Also ich habe schon lange nicht mehr so Rotz und Wasser beim Film geheult. Also, der war so schrecklich auf eine Art und Weise, aber dadurch halt auch so extrem gut. Also das ist so ein grandioser, wertvoller Film. Mhm. Ja, fand ich auch. Das war echt, Alter. Ich war auch, also ich hab den, der wurde ja ganz, ganz lange schon angepriesen und niemand, bei dem ich irgendwie mir Reviews oder sowas angehört oder geguckt habe, hat wirklich auch verraten, was da so wirklich abgeht. Und das war gut, Gott sei Dank. Weil das ist, ey, der hat mich richtig kalt erwischt. Ja. Das war so heftig, das ist unglaublich. So, die schauspielerische Leistung ist phänomenal. Ja. Also da kann man auch wirklich stolz auf unseren deutschen Thomas Kretschmann sein. Ja. Der unglaublich gut spielt. Das ist wirklich, wirklich ganz toll. Und das ist, um das schon mal so, also im Gegensatz zu dem, was wir jetzt vorher besprochen haben, dadurch, dass er auf einer wahren Begebenheit basiert, ist halt was ganz, ganz anderes. Also das ist so ein Historiendrama. Und der, ich weiß gar nicht, mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil der mich wirklich fertig gemacht hat. Ich habe den nämlich gestern erst geguckt, noch auf Vorbereitung, weil ich ja wusste, was hier besprochen wird. Ey, der ist wirklich krass. Und dann es wird irgendwie immer schlimmer, immer widerlicher. Und irgendwann, ja, die Charakterentwicklung selber ist Wahnsinn. Ja. Wirklich auch gerade Thomas Kretschmann. Ganz am Ende die Szene, nicht ganz am Ende, aber im Verlauf des Films, ist wirklich nicht ganz am Ende, wie er da im Krankenhaus sitzt, nicht mehr filmt. Ich war völlig fertig, ganz ehrlich. Ja. Da passt auch wieder so schön so diese Art, wie Charaktere irgendwie im koreanischen Film halt entwickelt werden. Weil so am Anfang kommt er echt so rüber, irgendwie, dass so dieser typische arrogante weiße Mann, der jetzt irgendwie jetzt in Anführungszeichen zu den Wilden geht. Und einerseits will er ja was Gutes für die, weil er will ja irgendwie das Filmmaterial an die Öffentlichkeit bringen. Und andererseits behandelt er die Leute dort, aber teilweise echt so, also gerade so, gegenüber dem Taxifahrer ist er ja erstmal so ein totaler Kotzbrocken. So. Mhm. Und wie er sich dann so entwickelt, dass ich irgendwann so dann doch sowas entwickelt wie für Mitgefühl für diesen Menschen, irgendwie, das fand ich schon irgendwie sehr gut gemacht. Das ist ja auch mutig, jemanden erstmal so total unsympathisch darzustellen. Aber auch der Taxifahrer, auch der ist so herrlich ambivalent, wo man dann irgendwie auch so, da ist halt keiner irgendwie so der Held in der scheinenden Rüstung, sondern das sind halt sehr komplexe Menschen irgendwie von Anfang an irgendwo. Ja. Und die Biografie vom Taxifahrer, man weiß gar nichts über den geschichtlich, die ist tatsächlich dann frei erfunden, um ein bisschen Background zu geben. Also er hat noch eine kleine Tochter und die Tochter hat keine Mutter mehr, also aber das ist halt alles, weil niemand, auch der Hinz-Peter, weiß nichts persönlich über den Taxifahrer, deswegen wurde das so ein bisschen gut, sehr gut gemacht von seiner Hintergrundgeschichte. Denn man muss ja irgendwie so einen Punkt zum Connecten haben. Aber das ist halt das mehr oder weniger Einzige, was wirklich dann so frei erfunden ist. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also bei dem Film ist es halt, so sind wirklich wahnsinnig, ist so richtig gute so ein Charakterkino schon fast, könnte man sagen. Das ist wirklich, auch wenn dieses Gwangju-Massaker eigentlich im Vordergrund steht, ist es halt verbunden halt mit diesen Personen. Und das funktioniert halt also wahnsinnig gut, weil den Charakteren eigentlich gar nicht so eine hohe Fallhöhe zu Beginn gegeben wird. Gerade dem Jürgen Hinz-Peter. Das ist ganz interessant, weil man hat jetzt eigentlich gar nicht so eine, wie gesagt, die Fallhöhe ist gar nicht so gegeben, aber trotzdem ist das im Endeffekt, macht das mit einem so viel, wie sich diese Charaktere verändern und man ist so dabei, wirklich so, und man versteht, das ist so nachvollziehbar, wie diese Menschen verändern so.
Und natürlich, und ich finde das halt, das ist wirklich so ein toller Film, wo mich bis heute wundert, dass der in Deutschland einfach noch nicht so vertrieben wird, gerade weil ja den Deutschland-Bezug da drin ist, so mit ja, dem Thomas Kretschmann. Und das finde ich halt ein bisschen verrückt so. Also das Einzige, was man halt dem Film irgendwie ankreiden könnte, so, ist, dass halt der Film jetzt nicht 1:1 geschichtlich korrekt ist, vielleicht so. Und das halt, wie gesagt, das, aber das liegt natürlich dann zum Beispiel daran, dass der Taxifahrer, dass man den danach irgendwie nicht mehr aufspüren konnte und dass man nichts über den weiß. Und das finde ich dann halt aber auch nicht schlimm, weil ich finde, das ist halt eine Geschichte, die es ja total wert ist, erzählt zu werden. Gerade, weil ich es halt auch spannend finde, weil davor kannte ich dieses geschichtliche Ereignis überhaupt nicht. Und der Film hat mich dann halt dazu bewegt, mich darüber zu informieren und mich mal ein bisschen reinzulesen, mir ein paar Videos dazu anzugucken, so. Und ich finde dann, wenn der Film einen Film schafft, dass halt wir auch das machen will, einen mit einer Geschichte oder mit einem Ereignis vertraut zu machen, dann finde ich, hat der Film schon viel geschafft so. Und auch wenn der Film dann vielleicht hier und dort schon so ein bisschen Richtung Pathos geht, so an so manchen Szenen, wo es dann wirklich schon sehr, sehr cineastisch oder sehr kinomäßig, sage ich mal, wird, finde ich das halt überhaupt nicht schlimm, weil daraus, also weil im Endeffekt sind das Aktionen, die sind dann, entstehen ja trotzdem daraus, was Wichtiges an die Öffentlichkeit zu bringen und eigentlich nur so auf eine andere Weise quasi ein bisschen zeigt, wie wichtig sowas ist wie so Pressefreiheit und wie wichtig das ist, dass solche Sachen, dass das halt irgendwie immer ans Tageslicht kommen muss so. Und deswegen finde ich das vollkommen okay. Und deswegen ist es für mich trotzdem ein Film, der mich wahnsinnig verzaubert hat einfach. Ja, das stimmt. Und das, dieses Historische, also ich habe auch, es wurde gestern dann irgendwie 2 Uhr nachts, weil wir auch noch dann nachgelesen haben und recherchiert haben direkt, weil es wirklich etwas ist, das man nicht wirklich auf dem Schirm hat. Vor allem, ich finde, was die Politik angeht, ist oft, ist einfach Nordkorea oft, ist einfach immer so präsent, dass, glaube ich, Südkorea da, ja, aus dem Grund für mich vielleicht zumindest immer so ein bisschen hinten abfällt. Und es, ja, es gibt so eine, sind so Szenen mit den Taxifahrern, das ist wohl nicht so passiert, sondern eher ist was mit Busfahrern. Aber was ich jetzt auch gelesen habe, ich habe danach mir dann nochmal Reviews durchgelesen, was tatsächlich so ein bisschen bemängelt wird, ist so die Situation, was wie die USA und Japan sich mit eingemischt haben, weil die auf Seiten des Militärs waren. Aber das ist völlig irrelevant, weil weder der Hinzpeter noch unser Taxifahrer, die wissen darüber Bescheid, dass USA und Japan mitgespielt haben oder die, das Militär unterstützt haben. Und deswegen wird das auch nicht erwähnt, weil wir erleben ausschließlich das, was die beiden erleben. Wir werden nicht vorher irgendwie informiert oder am Ende, ja, und dann kamen noch die USA und die sind auch ganz schlimm gewesen und Japan hat sich eingemischt. Das ist nichts, was wir kennen, weil eigentlich kennen wir den Taxifahrer ja gar nicht. Und es wird nur deren Geschichte erzählt, das, was die erleben, nicht irgendwelche politischen großen Hintergründe. Deswegen finde ich das zu 0% irgendwie wertbar, dass nicht erwähnt wird, was politisch noch passiert ist oder vorher passiert ist, weil es sich wirklich beschränkt auf die beiden und die Leute, die sie kennenlernen. Das wird dann ja auch gut gezeigt, irgendwie. Er ist ja am Anfang auch so, dass er alles so runterspielt, ne? So, ja, okay, wir dürfen da jetzt nicht hinkommen, lass mal zurückfahren und weil halt dieses Gebiet da so abgesperrt ist. Und dann gibt's halt diese Szene, wo er dann im Grunde genommen schon wieder draußen ist und dann in einem Café sitzt und dann mitbekommt, wie andere Leute sich darüber unterhalten, was dort angeblich vor Ort gewesen ist. Und wo er dann merkt, was für eine Diskrepanz das ist zu seiner Art, wie er vorher war, irgendwie bevor er dort gewesen ist. Weil er ja bis dahin auch geglaubt hat, was ihm in den Zeitungen präsentiert wurde. Und da wird in so einer kleinen Szene so schön gezeigt, irgendwie, wie wichtig es halt ist, dass Presse frei ist, damit man halt überhaupt glauben kann, was darin steht. Weil das sind ja keine schlechten Menschen, die dann glauben, was in der Zeitung steht. Aber als er denen zuhört, wie sie drüber reden, man merkt so richtig, wie er irgendwie ärgerlich wird, aber eigentlich ja denen auch nicht so wirklich böse sein kann, weil er ja bis einen Tag zuvor selbst genauso gewesen ist, dass er geglaubt hat, was in der Zeitung stand. Und so dieses Bewusstsein kannst du ja nur dann schaffen, wenn die Fresse frei ist. Irgendwie, dass man halt
auch verschiedene Quellen hat und irgendwie eine breite Zeitungslandschaft und so, wie wichtig das ist, irgendwie um überhaupt Kontrolle auszuüben und wie gefährlich das ist und wie gesteuert alles wird, wenn du halt eine Staatspresse hast. Ja, das ist echt beängstigend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ich war wirklich, ja, als er das Telefonat, er ist irgendwann mal zurück zu einer Werkstatt gerannt und meinte, ja, ich muss nur noch einmal telefonieren. Und dann hat er mit seiner Tochter gesprochen, ne, hier, pass auf, das und das passiert. Wir hatten zwar ein Picknick vor, aber ne, wir verschieben das. Und seine Entscheidung, die er trifft, ich war so fucking sauer. Das hat mich so genervt, dass er, also nicht, dass mir das den Film versaut hat, aber das, was er dann entschieden hat, wo ich denke, Alter, du hast doch ein Kind. Denk doch mal nach. Mir ist doch alles scheißegal. Ich würde doch nur zurück zu meiner Tochter wollen. Aber an sich, mit dem Gespräch und was er so mitbekommt, ist es alles irgendwie nachvollziehbar und das ist alles, oh, es ist so emotional vollgeladen. So richtig krass. Also das hat mich nochmal richtig, also ich glaube, mit dieses zweite Telefonat, was ich erwähnt habe, seitdem, ja, die Spannung war unerträglich für mich, weil bei mir schwingt vielleicht so ein bisschen mit. Also ich habe selber ein Kind und sowas ist dann wirklich immer so ein bisschen, ja, sehr ergreifend, was so Familiensachen angeht. Gerade Vater, Tochter. Oh, zum Kotzen, ehrlich. Das war so krass für mich. Also von der Spannung her, echt Hammer. Das fand ich aber halt, das finde ich halt so das Starke, auch gerade an solchen Filmen irgendwie, dass einem auch so ein bisschen, so von außen sagt man ja immer so, ja, wenn ich in dieser und jeden Situation gewesen wäre, dann hätte ich mich ja eindeutig auf die Seite des Widerstands geschlagen oder was weiß ich was, ne? Irgendwie genau wie es irgendwie nach dem Krieg irgendwie ganz viele gab, deren Eltern ja im Widerstand angeblich gewesen sein sollen oder ihre Großeltern. Aber ich glaube, wenn du halt wirklich in so einer Situation bist und dann irgendwie du weißt, zu Hause wartet dein kleines Kind auf dich, ich glaube nicht, dass die meisten dann sagen, ja, irgendwie, ich lasse mein Kind alleine und gehe jetzt in den Widerstand, oder irgendwie gehe zurück und rette da jemanden. Also so diese Zerrissenheit und dass das halt einfach mehr ist als irgendwie, oh, ich entscheide mich für die gute Sache. Und dein Kind ist genauso eine gute Sache. Und irgendwie, das kam da, glaube ich, auch ganz gut raus. Aber das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, ne? Also ich hätte es auch verstanden und ich wäre ihm auch nicht böse gewesen, wenn er nach Hause gefahren wäre. So. Und so vorher war es ja auch die ganze Zeit so, dass er immer versucht hat, so die Stimme der Vernunft kommt, irgendwie bringt euch nicht in Gefahr, lass uns mal zurückgehen, irgendwie das wird hier gerade zu gefährlich für uns alle. So, weil er halt die ganze Zeit im Auge hatte, seine Tochter. Aber es geschahen dann ja noch andere Dinge, ne? Irgendwie Stichwort Krankenhausszene. Was dann ja auch bei ihm so das Fass in Anführungszeichen zum Überlaufen gebracht hat und dass er da, also diese Zerrissenheit in den Menschen wird da schön dargestellt, finde ich. Ja. Ja, das ist wirklich schon fast die größte Empfehlung heute, würde ich schon fast behaupten, frecherweise. Weil ja, das ist wirklich ein toller Film. Also ja. Sobald ihr irgendwie die Chance habt, diesen Film zu sehen, tut es, ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Das können wir, glaube ich, versprechen. Gerade weil das halt nicht dieses, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, so dieses Korea-typische ist, ne? Also von dem, was wir jetzt besprochen haben oder noch besprechen werden. Und da auch wieder mein Südkorea-O-Meter, meine Frau, die den auch nicht so anti war, was so die Art des Filmemachens angeht, sondern halt da auch direkt danach Wikipedia auf und gelesen und gelesen und okay, deshalb geht's in der Stadt so ab und das hat dann auch noch mit einem bestimmten Typen dort zu tun in der Stadt und die und Religion hat ja ist eine wichtige Rolle und. Also sie hat mir dann plötzlich ganz viel erzählt und ich weiß jetzt ganz viel mehr darüber, weil es sie auch so interessiert hat halt, weil dieser Film, der bewirkt was. Das ist einfach so. Das ist echt, also eine komplette, ich meine, wir haben jetzt, ja, Wertung hin oder her, aber das ist eine komplette 10 von 10. Das ist einfach ein Brett für mich. Ja. Hammer. Ja, definitiv. Yes. So, ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt weiter und ich übergebe Till wieder mit seinem letzten Film, über den ich mich freue, dass wir darüber sprechen können. Ja, ich mich auch. Naja, dann gehen wir über zu Poetry. Und das ist so die Brücke zu Memoir of a Murder.
es geht um Alzheimer. Das ist, es geht um, ich muss mal ganz kurz die Namen auf Reihe kriegen. Es geht um Mija, Yang Mija, das ist eine Frau, 66 Jahre alt, die lebt mit ihrem Enkel zusammen, weil die Mutter sich nicht kümmern kann. Und der Film fängt an, kein Spoiler, erste Szene, wir sehen an einem Fluss eine Leiche im Wasser treiben, eine Wasserleiche. Und danach verfolgen wir quasi Mi Ja, die 66-jährige Frau, die ja sich untersuchen lässt, verschärft untersuchen lässt dann noch beim Arzt. Und sie merkt, ja, sie hat irgendwie Wortfindungsstörungen, ihr fallen ganz klare Schlagwörter nicht ein und sie hat so, und dann kam sie halt eigentlich, ging das Ganze mit einem Kribbeln im Arm los und der Arzt sagt halt, ja, ey, das ist die Wortfindungsstörung und die Lücken dort im Sprechen sind auffällig und dann zeigt sich halt, die hat Alzheimer. Dann geht es einmal darum, dass unsere Hauptdarstellerin sich einem Dichtclub tatsächlich auch anschließt, einem einmonatigen Crashkurs über Poesie. Deswegen diese Parallelen zu diesem anderen Film, das ist echt ganz, ganz krass. Und da geht es halt darum, hier passt auf, ich bin euer Lehrer, die Kunst der Poesie, ich versuche sie euch nahe zu bringen. Das Ziel ist, dass jeder am Ende dieses Monats ein Gedicht schreibt. Und bevor ich darauf näher eingehe, kommt es halt noch dazu, dass der Enkel von unserer Hauptdarstellerin ist so ein richtiger Lappen, so ein richtiger Hänger. Der Rotzlöffel auch. Ja, so auch so ein bisschen dumm. Und der hängt halt immer mit seinen 5 Kumpels ab. Ja, und die verschwinden irgendwie immer. Und die machen irgendwie nachts oder wann auch immer einen drauf. Und irgendwann kriegt sie Info von einem der Väter von den 5. Von den 5 Jungs, von den Freunden ihres Enkels, dass eventuell irgendwas im Zusammenhang mit dieser aufgefundenen Mädchenleiche steht. Was, wie, ich möchte tatsächlich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber darum spinnt sich das halt. Zurück zur Poesie. In diesem Kurs geht es halt dann darum, als erstes, und das alleine ist schon, im Endeffekt trägt das den ganzen Film, dass der Lehrer dort, der nimmt sich einen Apfel, holt ihn aus der Tasche und macht noch so einen kleinen Gag hier. Ich bin natürlich immer vorbereitet, ich habe einen Apfel dabei und alle lachen, ha, ha, ha. Und dann fragt er die, hat jemand von euch schon mal einen Apfel gesehen? Und er antwortet quasi selber für die Klasse, meint ja, wahrscheinlich schon 1000 Mal, 1 Million Mal, wie oft auch immer. Aber meine Antwort ist aber nein, habt ihr nicht. Und dann erklärt er halt, ne, wie man ihn hält, wenn man abbeißt, wenn man aufschneidet, gegen das Licht, vom Licht abgewendet, dass man ihn zwar angeguckt hat, aber nicht gesehen hat. So kann man das verstehen. Ähnlich wie mit Filmen halt. Manche Menschen gucken Filme und manche sehen Filme. Ja, ganz genau. Und manche sehen Filme halt. Und das was wir halt, im Endeffekt das, was wir jetzt hier machen, auf den Apfel übertragen. Oh Gott, und dann, oh, ich weiß nicht, wie ich weiter erzählen soll. Das Ding ist, es wird nicht, und da wieder die Brücke vielleicht auch nach Hollywood, es wird nicht auf dem Alzheimer rumgetrampelt. So, und das, oh mein Gott, wie schlimm alles ist und sie leidet so und ihre Familie leidet so und Alzheimer ist nicht der Aufhänger hier für eine melodramatische Schnulze, sondern sie hat die Diagnose, sie selber sagt es niemandem, aber man merkt halt immer wieder, okay, sie vergisst Dinge, dann kriegt sie von den Vätern dieser Clique, gesagt, hier, pass auf, du musst jetzt hier dies und jenes lösen, wir wollen nicht, dass das und das an die Öffentlichkeit kommt, triff dich mal mit Person X, du als Frau, ne, Frau zu Frau, mach das mal und dann geht sie hin und dann ist immer wieder dieses, sie beobachtet alles und sie, das, was sie lernt in dem Poesie-Club, das ist was, das vergisst sie sehr, sehr wenig und sie beobachtet und dann probiert sie den Pfirsich und guckt sich die Blätter an und es ist alles so schön gefilmt und dann trifft sie auf Person X und spricht mit der und ah und toll und ich wünsche ihr noch alles Gute, nachdem sie ein bisschen unterhalten haben und dann geht sie weg und dann bleibt sie kurz stehen und merkt so, irgendwie habe ich nicht was vergessen und stockt, geht aber weg, weil es dann ihr zu peinlich ist, weil sie vergessen hat, was sie wollte und das ist nur ein Beispiel von dem, wie der Film halt aufgezogen wird. Das ist der Film. Und er ist unfassbar schön.
Ja. Also es ist der komplett ruhigste Film, würde ich jetzt sagen, den wir hier besprechen. Ja, garantiert. Der hat mich so, ich dachte jetzt, okay, ja, als ich den dann geguckt hatte, was kommt da auf mich zu? Und ich hing am Bildschirm. Der ist so toll gefilmt, der ist so toll erzählt, der hat so viel Metaphorik, und Alter, auch nicht so plump halt. Er ist einfach schön. Es ist ein so schöner Film. Es ist Wahnsinn. So, jetzt ganz kurz. Einer von euch den gesehen, ja, ne? Ich habe ihn gesehen, ja. Ich nicht, ja. Aber ich bin jetzt sehr, sehr neugierig. Also, ey, der ist Wahnsinn. Ja, muss ich also der antworten. Film ist eine riesen, riesen Empfehlung, finde ich nämlich auch. Also Lee Chang-dong ist auch auf jeden Fall, ist mein allerliebster Regisseur aus Korea. Genau, das ist nämlich das, da wären wir dann wieder bei Burning, ne? Genau, der hat nämlich zum Beispiel auch Burning gemacht. Und Burning, wer Burning noch nicht gesehen hat, guckt euch Burning an, schaut den Film und danach schaut den Film nochmal am besten. Und schaut den so, wie ihr den Apfel euch angucken sollt. Genau, wirklich. Das ist also, Burning ist für mich nochmal, Burning ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich liebe Burning über alles. Wie gesagt, wir reden hier gar nicht mehr über Burning, aber Lee Chang-dong ist auf jeden Fall auch einer meiner absoluten Lieblingsregisseure aus Korea. Der macht, weil, also Lee Chang-dong ist halt, das ist halt so wirklich der Autorenfilmer, könnte man sagen, aus Korea. Der schreibt seine Filme alle selbst und produziert die und führt dann die Regie. Und man merkt da, das ist halt auch einer der Unterschiede, warum viele Filme in Korea so wahnsinnig qualitativ hochwertig sind, dass sie einfach, in Korea hat man einfach wesentlich viel länger Zeit, um an einem Stoff zu arbeiten. Also man hat dann nicht diesen Druck quasi, wo dann jemand sagt, yo, das muss fertig werden, sondern man kann sich Zeit nehmen und das macht Lee Chang-dong. Das sieht man zum Beispiel, Poetry war der letzte Film vor Burning und zwischen diesen beiden Filmen sind 8 Jahre, sprich Lee Chang-dong hat 8 Jahre lang an diesem Drehbuch gearbeitet und das dann verfilmt erst und das merkt man halt und das sieht man bei Poetry auch. Ja, Poetry, um zu dem Film wieder zurückzukommen, ist halt so wunderbar, weil der Film so unfassbar tiefgründig ist und so ein Film ist so, wo man wirklich zwischen Zeilen lesen muss, weil der Film, der erzählt dir das jetzt nicht. Das ist wirklich so ein richtiger, das ist auch so ein, für mich Lee Chang-dong Allgemeinmeister drin, dieses Show, Don't Tell, hat er einfach perfektioniert, weil man hat auch mit der Mia, man hat da jetzt einen Charakter, der nicht unfassbar viel redet, die ist eigentlich sehr ruhig über den ganzen Film und schafft es aber trotzdem richtig, richtig tiefgründig zu sein, denn auch Mia ist halt wie dieser Apfel, denn man kann sie nicht nur sehen, sondern man muss sie wirklich, man kann sie nicht nur angucken und weiß dann, was für eine Figur oder was für eine Person man hat, sondern sie ist wirklich auch, sie muss man aus allen Perspektiven gesehen haben, man muss die Ecken und Kanten dieser Person ertasten, sage ich mal, um sehr metaphorisch hier zu sprechen. Und ja, der Film ist ja metaphorisch. Genau, der ist wirklich, so, wie der Titel auch schon sagt, man hat hier wirklich ein sehr poetisches Werk einfach und das halt Mia, die halt so wunderbar gut gespielt wird einfach von der guten Dame, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ich habe es hier stehen gehabt, hier, Yoon Jong-hee, so heißt die gute Dame. Und die spielt das halt so unfassbar gut einfach. Wie gesagt, weil sie einfach viel durch ihre, wie sie einfach da ist, durch ihre Präsenz einfach strahlt sie wahnsinnig viel aus. Und der Film zeigt auch wahnsinnig gut, wie einfach, wie sich halt durch so Verlust, aber auch wieder neue Perspektiven bilden können. Und damit ist dann nicht mal unbedingt der Verlust deines Gedächtnisses gemeint. Das wäre ein bisschen makaber vielleicht. Darum geht es gar nicht unbedingt. Es geht sondern um viele andere Dinge. Der Film weist einem auf einmal viele neue Wege einfach und ist wirklich, hat auch ein bisschen was Hypnotisierendes. Und was ich so toll finde auch aus einem Film, ist dann auch diese unaufgeregte Kameraarbeit. Weil man hat jetzt hier, man hat nicht die riesigen Skylines, man hat nicht Seoul bei Nacht, und der Film spielt auch nicht in Seoul, sondern in Busan. Der Film, der ist jetzt, der hat keine Wunder riesigen Bilder, sondern es sind so sehr einfache Bilder, sehr ordinäre Bilder. Man hat wirklich einfache Straßen und einfache Gegenden. Es ist so, als ob Lee Chang-dong einfach aus dem Bett gestiegen ist, seine Wohnung verlassen hat und um die Ecke gegangen ist und dann einfach die Kamera auf diese Straße gerichtet hat. So, es ist wirklich, das könnte wirklich die Seitenstraße bei dir im Dorf sein oder so. Und das finde ich, das gibt den Film, das erdet den Film halt auch und macht den Film so wahnsinnig realistisch und merkt dann einem auch, das sind Schicksale, die sind nicht irgendwo hergegriffen, das sind Schicksale, die halt Tag für Tag wahrscheinlich irgendwo passieren, weil Alzheimer ist ein Ding, Alzheimer ist überall ein Ding und wird auch wahrscheinlich irgendwie immer ein Ding sein und
hat. Auch die anderen Subplots, sage ich mal, die in dem Film sich ereignen, sind auch Dinge, die man immer und immer wieder irgendwo findet. Und einfach die Cinematografie, die macht es einem nochmal bewusst und führt es einem wirklich direkt vor Augen, so quasi. Dass das so, das kann bei dir um die Ecke sein, so gerade eben. Ja, du siehst es nicht. Definitiv. Und das ist genau, die Kameraarbeit ist auch noch was. Das ist so ein bisschen, ich versuche jetzt immer so ein bisschen ja, zu anderen Filmen so ein bisschen den Vergleich zu ziehen. Zum Beispiel bei Oldboy hast du es, die Kamera steht nie still. Die bewegt sich immer. Du hast keine Stille, keine Sekunde, wo die Kamera sich nicht bewegt. Und das hast du hier auch. Irgendwann ist mir aufgefallen, sag mal, das ist nicht so eine handshaky Cam, auf gar keinen Fall. Aber du bist immer so ein stiller Beobachter. Wie du halt, du sollst ja auch dieser stille Beobachter sein, was halt der Lehrer den ja auch sagt. Und es ist immer ein bisschen Bewegung drin. Du, im Endeffekt beobachtest du die ganze Zeit die Mia, wie sie all das erlebt, was da auf sie einprallt, zusammen mit ihrer Diagnose. Das ist fast nicht zu ertragen, was ihr vor den Latz geknallt wird, was sie erfährt über ihren Enkel. Und nebenbei halt dieses Thema der Poesie, wo ich mir denke, ey, Poesie ist mir auch scheißegal. Ich interessiere mich nicht für Poesie. Aber plötzlich ist Poesie das Schönste, was es gibt, jetzt seitdem ich den Film geguckt habe, weil Lee Chang-dong das einfängt wie ja, kein Film, den ich bis jetzt so gesehen habe. Und man kennt, oder was heißt man kennt, ich kenne natürlich ruhige Filme, ich kenne natürlich Filme über Demenz, ich kenne natürlich Filme über schwierige Beziehungen einer Mutter oder einer Großmutter zu ihrem Enkel oder zu ihrem Sohn. Aber so wie das da gezeigt ist, fällt mir nichts ein. Also das ist wirklich, wirklich Hammer. Und dann gleichzeitig ist das Ende auch so herzzerreißend, schrecklich und schön und es ist wirklich, also das ist so neben Taxi Driver der Film, wo mir am wenigsten ja, so die Worte auch teilweise fehlen und auch das ist wieder genau wie in diesem Poesieclub, dir fehlen halt die Worte, weil du kannst Poesie nicht auf Anhieb. So, es ist was, das ist in deinem Herzen, irgendwie sagt er ja, und du musst es dann irgendwie versuchen zu finden oder freizusetzen. Das ist wirklich Hammer. Ja, also Poetry ist wirklich für mich auch ein Meisterwerk seinesgleichen, ja. Wie viele Filme von Lee Chang-dong. Für mich ist Burning ein Meisterwerk oder Oasis ist auch eine riesengroße Empfehlung. Secret Sunshine ist auch ganz toll. Also wirklich Riesenempfehlung. Poetry ist wirklich für mich auch eine glatte 10 von 10. Ja, wirklich. Ich hatte dann auch mal, auch mich da wieder danach noch ein bisschen durchgelesen. Und da hat jemand zu dem Film geschrieben, das fand ich ganz schön, dass er seinen ja, 2 Jahre alten Sohn beobachtet, wie er aufwächst und wie er unsere Sprache, wie er die seine Sprache lernt und versucht, neue Dinge zu ergründen und immer mehr zu lernen, sich immer besser auszudrücken. Und im Endeffekt ist das in dem Film selber auch so, weil ich selber komme an meine Grenzen zu versuchen, diesen Film zu beschreiben, dass ich das vernünftig ausdrücken kann, was dieser Film ist und zeigt und macht. So wie ich jetzt hier rumstotter, die anderen Filme konnte ich besser beschreiben. Und das ist halt das, was der Film dir zeigt. Das ist Wahnsinn. Das ist eine Erfahrung, die jeder selber machen muss, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ist auf jeden Fall jetzt ganz weit oben auf meiner Watchlist irgendwie eingegangen. Also, wenn ich sage, Hust Hust, der Film, den gibt's auf YouTube. Genau. Das wollte ich aber, sag ich mal, ganz schnell, hat keiner gehört. Wir machen weiter mit unserem letzten Film aber tatsächlich, für heute. Genau, aber tatsächlich schon seit 2017 oder so. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob der denn nicht einfach bleiben darf. Das ist so die Frage. Ansonsten wird ja alles geclaimed. Jedes scheiß Hörbuch wird geclaimed. Alles, was nicht da sein darf, wird ja irgendwie rausgenommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht. Weiß ich nicht. Wenn er seit 5 Jahren da rumkreucht und fleucht oder seit 3, 4 Jahren. Ja. Genau. Wir begeben uns mal wieder in etwas bekanntere Gefilde, sag ich mal. Und in einen etwas neueren Film nochmal.
Und da übergebe ich dann einmal an Frosty. Jo, ich habe jetzt von Park Chan-wook die Taschendieben aus dem Jahr, lass mich nicht lügen, 2016 ist er erschienen. Der ist inspiriert durch den Roman Fingersmith von Sarah Waters und spielt im Korea und Japan der 30er Jahre. Und ja, es ist ein wenig schwer, die Hand von dem zu beschreiben, ohne da jetzt Film, zu viel vorwecken. Ja, es ist halt, es geht, im Grunde genommen ist es so eine kleine Betrügergeschichte. Ein junges Mädchen, die Taschendieben, wird von einem Ganoven, wie heißt er denn nochmal genau, von dem Ganoven Fujiwara überredet, dass sie ihm hilft, dass er es schafft, das Herz der japanischen Erbin Hideko, die mit ihrem Onkel zusammenlebt, dass sie ihm hilft, dass er das Herz von ihr gewinnt, damit er sie heiraten kann. Denn das Mädel ist sehr reich und ihr Onkel Kusuki, bei dem sie momentan lebt, der hat nämlich selbst den Plan, sie zu heiraten, um das Vermögen von ihr an sich zu bringen. Das ist im Grunde genommen erstmal grob der Plot, um den es die ganze Zeit geht, aber der Clou an dem Film ist, dass er halt geschickt dann Perspektiven wechselt und einfach optisch so ein schönes Brett ist irgendwie. Also, ja. Also jede Einstellung, egal wo du den Film anhängst, du könntest einen Screenshot machen und sie an die Wand hängen, es ist so wunderschön. Und die Geschichte wird halt extrem gut erzählt, so, weil man es ist wie so ein, ja, man wird so richtig nicht reingelegt, aber es ist halt wieder diese Vielschichtigkeit irgendwie, was wir halt auch sonst irgendwie, was wir schon angesprochen hatten, dass du Charaktere hast und die halt immer sehr komplex sind und du nicht irgendwie sagen kannst, so, oh, das ist jetzt der Böse, oh, das ist der Liebe, sondern das ist, es denkst du so und dann ändert sich die Perspektive und dann denkst du auf einmal was ganz anderes von der Person. Und das, ja, weiß nicht. Also ich glaube, ich würde es tatsächlich fast so oberflächlich halten wollen von der Beschreibung her, weil... Ja, da macht man nicht weil, würde ich auch sagen, ja. Es gibt da einfach so viel zu entdecken und irgendwie sich da überraschen zu lassen, ist, glaube ich, so viel wert. Und das ist das Schöne irgendwie. Also das habe ich so bei den typischen Hollywood-Filmen und so nicht, dass ich da noch das Gefühl habe, oh, jetzt bin ich aber echt überrascht, diesen Plot hätte ich nicht kommen sehen. Das habe ich irgendwie nur so bei südkoreanischen Filmen, wo ich mir dann halt auch nicht sicher bin, hätte ich das auch, wenn ich in der Kultur aufgewachsen wäre und würde ich dann vielleicht sowas dann eher kommen sehen? Also habe ich einfach nicht von klein auf an die Sehgewohnheit und nicht die kulturelle Prägung, die mich dazu führen würde, dass ich bei solchen Filmen denken würde, ja, okay, das war ja zu erwarten. Ich glaube es fast nicht irgendwie, weil inzwischen habe ich doch eine ganze Menge an koreanischen Filmen gesehen und ich bin immer wieder davon überrascht, was für Ideen die bringen, was für interessante Geschichten die erzählen, was für unerwartete Geschichten die erzählen. Und wie großartig die dann auch erzählt werden, weil das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, aber ich glaube, in keinem dieser Filme, da kommt vielleicht am Anfang oder irgendwo zwischendurch mal vor, dass Leute eine Beziehung haben, aber so ja, so im typischen US-Kino irgendwie, da hast du dann irgendwie früher oder später dann irgendwie die obligatorische Liebesszene und dieses ganze Gedöns und es gibt immer irgendwie... Ja, die Liebesszene hast du ja auch. Ja, okay, in diesem Film jetzt tatsächlich mal. Das fällt mir jetzt echt ein. Irgendwie. Es ist aber auch der einzige Film, in dem eine Liebesszene vorkommt und es ist nicht so diese typische Hollywood-Liebesszene. Also es ist nicht die, die man bei diesem angeteaserten Plot jetzt erwarten würde. Ja, das stimmt. Und das ist, was man vielleicht auch noch zu dem Film sagen kann, ist, dass die Sarah Waters irgendwie wohl viel Wert darauf gelegt hat, dass so dieser feministische Ansatz ihres Buches irgendwie mit drinne bleibt im Ganzen. Ja, und das hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt, nämlich, dass das, man... Sorry. Ja,
Und das merkt man halt, ne? Irgendwie, es ist halt nicht so, man erwartet so eine, naja, irgendwie, da wird jetzt ein naives Dummchen irgendwie von reichen Typen oder nicht ganz so reichen Typen um Finger gewickelt und erwartet so eine sehr klischeemäßige Geschichte, auch gerade mit dem, dass sie ja da als Hausmarkt irgendwie eingestellt wird und so. Und man, auf den ersten Blick ist es auch alles sehr klischeemäßig. Und dann nimmt es so eine echt schöne Wendung und diese Charaktere sind auch einfach so gut und so stark irgendwie, dass dieser Anspruch dann auch tatsächlich für mich belegt wird. Auch wenn man sagen kann, also ich kann mir vorstellen, dass manchen Leuten da einige Szenen zu explizit sind. Ja, aber man sieht ja zum Beispiel jetzt Geschlechtsteile spezifisch, sieht man ja nichts. Ne? Das ist ja, aber es ist, ich würde auch, ist, weil vielleicht, man kann es vielleicht, ist es ein Erotik-Drama, Erotik-Thriller? Also ich finde, auf jeden Fall, der Film hat schon eine gewisse Erotik auf jeden Fall. Die finde ich, die sich immer mehr entfaltet auf jeden Fall. Ja, gerade der Subplot mit dem Onkel, da ja, das hat Erotik kommt, ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert, geht in eine ganz andere Richtung. Da werden ja auch die verschiedensten Themen angesprochen, von Missbrauch bis merkwürdige Vorlieben und alles. Also insofern, ja, es ist erotisch angehaucht, aber es ist halt nicht so diese, nicht diese Basic Instinct Erotik, die so mit dem Holzhammer in dein Gesicht geht, sondern schon geschmackvoll, ja. Ja, er ist so in drei Teile aufgeteilt, das kann man ja, weil niemand weiß, was geschieht jetzt von dem, den sie noch nicht kennen, so, da, alleine wenn der erste Akt in den zweiten wechselt und du eine andere Sicht bekommst, ist das schon so, boah, Alter, was? Mhm. So, das ist so gut gemacht, ja, der sieht unfassbar schön aus und der Soundtrack ist unfassbar gut. Ja. Also das ist... Oldboy ist natürlich auch toll und es gibt auch die Taxi Driver, alle möglichen, die haben alle ganz tolle Soundtracks, aber die Musik bei den Taschendieben und wer sich das vielleicht mal anhören möchte, Mai Tamako, Mai Soki, das ist so eigentlich das, der Song für mich, den höre ich so oft, immer noch, einfach so, wenn ich mal Bock drauf habe, der ist so unfassbar gut und der Filmkomponist Cho Jung-wook hat die Musik zu Oldboy gemacht, zu I'm a Cyborg, zu Durst oder Thirst, zu jetzt die Taschendieben. Bei A Taxi Driver war er mit dabei, Sympathy for Lady Vengeance. Und bei A Taxi Driver übrigens auch Babelsberg Orchester, nur das nochmal nebenbei. Aber dieser Cho Jung-wook, der hat da einen Soundtrack hingeknallt, der ist unglaublich stark. Also, ja. So. Hammer, wirklich. Sehr toller Film, weil der auch wirklich einen immer auf Trab hält und nie langweilig wird und man immer wieder überrascht wird, ohne dass es dann so anstrengend wird, es ist nicht so, dass es so Plot-Twist über Plot-Twist einfach ist, sondern es ist halt wirklich intelligent einfach gemacht, auch sehr intelligent geschrieben. Ja, absolut. Ja, das ist einfach. Und das ist ja wieder eine Buch oder Kurzgeschichte oder Buchverfilmung, ne? Von Fingersmith, wie es mal so oft deutsch. Es ist keine richtige Verfilmung irgendwie. Also es war wohl inspiriert ursprünglich als Buchverfilmung angedacht und dann hat er sich aber so weit wegbewegt, dass sie dann gesagt haben: so, ja, nee, irgendwie sag mal lieber inspiriert von dem Buch, aber halt nicht 1:1. Keine. Ja, ist ja auch okay. Ja. Mein Gott, wenn man sich Inspiration holt, das ist ja, Oldboy ist ja auch eine Comic-Verfilmung im Endeffekt, eine Manga-Verfilmung. Mhm. Und der hat ja das komplette Ende, ist ja 180 Grad. Also von daher, Park Chan-wook macht schon das, was er zeigen möchte und orientiert sich halt und holt sich Inspiration. Ja, und das macht er ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Er ist irgendwie auch so einer von den Regisseuren, irgendwie, wenn man einen Film von ihm gesehen hat, dann macht man sich auf die Suche und will erstmal möglichst viele andere Filme von ihm gesehen haben. Ja, so. Und für mich hat Park Chan-wook keinen schlechten. Ich würde mit Durst vielleicht oder Thirst sagen, ich möchte nicht mal sagen, dass es der schlechteste ist, das ist aber der vom Ranking her jetzt eher unten angesiedelt ist. Und das ist für mich immer noch ein guter Film.
Ja, der finde ich, der macht was Gutes aus dieser Vampir-Thematik, die genau. ich halt sonst ja. eher ätzend ja. finde. Der macht da schon was Gutes draus. Ich habe, glaube ich, nur Stoker bisher nicht gesehen. Das wäre, glaube ich, der auch gut in Amerika. Stoker habe ich auch gesehen. Der war auch Hollywood-Debüt nicht schlecht. Auch gut. Ja. Genau. Okay. Nicht sein bester Film irgendwie. Also da finde ich irgendwie die meisten anderen Filme von ihm auch besser, aber schon ein guter Film, ja. Ja, zum Beispiel finde ich noch eine sehr große Empfehlung ist noch Joint Security Area. Oh ja. Park Chan-wook, der ist nur mal ein wahnsinnig guter Film, den kann ich auch jedem ans Herz legen. Ja. Ah, da sind wir wieder bei unseren aus Bittersweet Life und Ice Cream ja. Devil. Und gut, wollt ihr noch was sagen zu The Handmaid dazu? Weil sonst würde ich noch mal ein paar Honorable Mentions machen und dann so langsam ins zum Ende überleiten. Ja, passt doch, ne? Ich ärgere mich nur, dass ich die Special Edition nicht bekommen habe von Taschendieben. Ne, ich habe leider auch nur die reguläre Blu-ray zu Hause stehen. Ja, ich auch. Von Oldboy habe ich jetzt irgendwie dreimal zu Hause, aber auch in dieser lila Box und das gibt es auch in dieser tollen Box von Taschendieben, aber das kostet mittlerweile über 100 Euro, das Ding. Ja, nee, ich hab nichts mehr. Es ist vielleicht auch einer von den Filmen, an dem man am wenigsten sagen sollte, gerade weil er diese drei Akte hat, die alle jeweils komplett nochmal unterschiedlich sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist, guckt euch den Film auch an und lasst euch da überraschen, auf jeden Fall, weil der Film weiß zu überraschen. So, wir haben jetzt, finde ich, einen sehr schönen Rundumschlag einmal gemacht und sind einmal über 20 Jahre koreanische Filmgeschichte gegangen. Wir konnten natürlich nicht über alles reden und deswegen nutze ich mal kurz nochmal die letzten Minuten, um hier nochmal ein paar Honorable Mentions zu geben. Wir haben zum Beispiel keinen Film von Bong Joon-ho besprochen, den man mittlerweile durch Parasite mehr als genug kennen dürfte. Der hat natürlich auch noch andere grandiose Filme gemacht, wie Memories of Murder, der eine Riesenempfehlung ist, The Host, der toller Genre-Mix, Monsterfilm ist, dann Mother, was nochmal wirklich ein grandioses Drama ist. Wenn ihr Netflix habt, dann könnt ihr auch Okja gucken oder Snowpiercer, da die Ausflüge nach Amerika von Bong Joon-ho. Ich habe letztens zum Beispiel auch noch sein Debüt gesehen, Barking Dogs Never Bite heißt er, glaube ich. Mhm. Der ist leider nicht so empfehlenswert, finde ich, der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber das ist trotzdem ein witziger Film, sag ich mal. Genau. Ich fahre mal fort. Kim Ji-woon haben wir ja schon zwei Filme heute gehabt. Der hat auch noch andere nette Filme und tolle Filme gemacht, wie The Good, The Bad and The Weird, A Tale of Two Sisters oder The Quiet Family, den ich auch empfehlen kann, der sehr witzig ist und der ist sehr verrückt auf jeden Fall. Das ist so ein richtig verrückter Film, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch über einen Regisseur haben wir gar nicht gesprochen, Kim Ki-duk, der letztes Jahr auch leider gestorben ist. Der hat sehr, 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 sehr tolle Filme gemacht, die immer sehr speziell sind. Dazu gehört dann Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Ein Film, der von einem buddhischen Mönch spielt, der da seinen Schützling quasi hat. Und der Film ist halt vertritt halt so ein paar buddhistische Werte. Und wie der Name schon sagt, geht es dann quasi um Erneuerung und um den Kreislauf des Lebens. Wunderbar, sehr toller Film, kann ich jedem ans Herz legen. Und hat er noch einen anderen Film gemacht, der heißt Free Iron. Da geht's um einen Typen, der einen Stummen, der quasi gar nichts sagt, über den ganzen Film verteilt, der mit seinem Motorrad durch Städte fährt und dann immer in so Häuser quasi einbricht, wo Leute gerade nicht da sind und dann einfach da ein bisschen, der chillt da eigentlich nur und der saugt das Leben quasi dieser Person auf, bis er dann irgendwann mal mit einer Frau zusammentrifft, die nicht mitgefahren ist, quasi, die einfach zu Hause ist. Und da entwickelt sich dann eine sehr spezielle Liebesgeschichte. Das ist ein sehr verrückter Film, kann ich aber auch jedem nur ans Herz legen, wenn ihr die Chance habt, den Film zu sehen. Dann gerade Lee Chang-dong haben wir schon genug gesprochen. Schaut euch gerne noch Oasis und Secret Sunshine an oder Peppermint Candy. Alles auch Filme, die man empfehlen kann. Ein Regisseur, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ist Hong Sang-soo. Das ist eher so ein Independent-Filmemacher, würde ich sagen. Der hat Filme gemacht wie On the Beach at Night Alone, Right Now, Wrong Then oder The Woman Who Ran. Da habe ich leider noch nichts gesehen und kann deswegen da nicht viel zu sagen. Aber so die Cinematografie sieht auf jeden Fall immer sehr vielversprechend aus. Und dann gibt es natürlich noch so jemanden wie Na Hong-jin, der dann in dem Richtung Thriller und Horror ist, wie mit The Wailing oder The Chaser. Also beides sehr nette, tolle Filme sind. Und dann haben wir natürlich noch so einzelne Erwähnungen wie Train to Busan, der natürlich in aller Munde ist. Teil 1 ist gut übrigens. Genau, Peninsula reden wir gar nicht drüber. Oder dann gibt es noch Filme wie The Battleship Island von Ryo Seung-won, der auch ein sehr, sehr vielversprechender Film ist. Wie ihr seht, es gibt viel zu sehen und das solltet ihr auch tun, gerade im Bereich Korea
es macht man selten was falsch, würde ich sagen. Und ich verabschiede mich jetzt einfach mal und bedanke mich wie immer fürs Zuhören und hoffe wie immer natürlich auch, dass ihr neue Tipps gefunden habt und dass wir euch wieder neuen Stoff bieten konnten und dass wir euch vielleicht auch neue Einsichten über Filme, die ihr schon gesehen habt, geben konnten. Und wie immer, wenn ihr wollt, dann könnt ihr den Telestammtisch unterstützen über Buy Me a Coffee oder unseren PayPal-Link. Die Beschreibung, der Link ist wie immer in der Beschreibung oder in der Infobox, worüber ihr gerade auch hört. Und ich bedanke mich ein weiteres Mal fürs Zuschauen, übergebe an meine Co-Moderatoren und sage tschüss, bis bald. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.